Tolle Frauen heute bei uns zu Gast. Bascha Mika wird hier sein, Susi Erdmann, Monika Ivankan, außerdem der Bergdoktor, der geradezu unheimlichen Erfolg hat im Moment. Und wir freuen uns auf Helene und Wolfgang Beltracchi. All das heute unsere Gäste. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die eine höchst interessante Sendung zu werden verspricht. Schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend auch Ihnen zu Hause. Ja, eigentlich dachten wir ja, Bergdoktoren aller Art hätten sich vor Jahren irgendwann mal ins Nirvana gejodelt. Und selbst er hat mal in einem Interview gesagt, es ist seltsam, keiner traut sich zuzugeben, dass er den Bergdoktor guckt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich drehe Pornos. Dabei schauen ihm mittlerweile bis zu 7 Millionen bei der Arbeit zu. Und die große Frage ist, wer ist also dieser Mann, der als 14-Jähriger, ich zitiere jetzt mal, ein Moppel mit abstehenden Ohren war, der mal als Verkäufer in einem Bettenstudio gearbeitet hat und der es schafft, ohne Lederhose durch den wilden Kaiser zu kommen. Herzlich willkommen, Hans Siegel. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr. Ja, Hans Siegel ist auch der Mann. Hans Siegel ist auch der Mann, der sagt, die 40 war für mich eine Befreiung. Sie dagegen ist eher der Meinung, mit 40 geht das Elend erst richtig los. Und hat darüber ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, in dem sie den Körper der Frau als Kampfzone bezeichnet und das Älterwerden als ein höllisches Spiel. Und vielleicht stimmt es ja, was Nina Hagen mal gesagt hat, Frauen werden Männer niemals ebenbürtig sein, solange sie nicht mit Glatze und Bierbauch durch die Gegend laufen und immer noch sagen können, wie unfassbar gut sie eigentlich aussehen. Herzlich willkommen, Bascha Mika. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, von Heinz Erhardt stammt der schöne Satz, Falten sind die Haltestellen der Gesichtszüge. Das sieht sie ähnlich und sagt, das Schöne am Altern ist doch, dass man irgendwann mal gelassener wird. Sie, das ist die Frau, die bei uns in der Sendung von der großen Hannelore Elsner, wir erinnern uns, mal geradezu angefleht worden ist, ihre Schönheits-OP endlich wieder rückgängig zu machen. Und sie, das ist auch die Frau, die in Südafrika ihren Bachelor gemacht hat, ohne dafür jemals an die Uni zu müssen. Herzlich willkommen, Monika. Ivankan, schön, dass du bei uns bist. In Frankreich war das? Da war es noch Südfrankreich. Ich verstehe. Ja, und noch so eine spannende Frau heute in der Runde. Für sie wurde das Alter plötzlich zum Thema, als ihre Leistungskurve plötzlich nach unten zeigte. In ihrem Fall heißt das 5-mal bei Olympia, 9-fache Weltmeisterin. Als Rodlerin unschlagbar, dann sogar in die Männerdomäne Bobfahren eingedrungen. Wenn man mit 120 Stundenkilometern durch eine Kurve rast, dann ist das ein Adrenalinstoß, den man nicht beschreiben kann, hat sie mal gesagt. Und sie ist ein Stück gesamtdeutsche Sportgeschichte. 15.000 Ostmark hat sie für ihren ersten großen Titel bekommen und sich davon standesgemäß einen Trabi gekauft. Genau. Herzlich willkommen, Susi Erdmann. Schön, dass Sie bei uns sind. So gehört sich das. Ja, und zwei ganz besondere Gäste. Mit einer sehr ungewöhnlichen Geschichte. Sind Sie eigentlich ein großes Genie oder sind Sie ein Betrüger, ist er mal gefragt worden. Die Antwort muss lauten, beides. Denn ja, er gilt, ich habe aber eine andere Antwort gegeben. Ich weiß. Die Antwort muss dennoch lauten, beides. Denn er gilt Experten heute als, ich zitiere mal, größter Kunstfälscher der Nachkriegsgeschichte. Diesen zweifelhaften Titel hat er sich hart erarbeitet. Mit 14 Jahren fälschte er seinen ersten Picasso und entwickelte neben seinem ausgedehnten Hippie-Leben, das ihn mal nach Amsterdam und mal nach Barcelona verschlug, eine technische Brillanz, die bis heute als unerreicht gilt. Einmal soll die Witwe von Max Ernst vor einem von ihm gefälschten Bild den schönen Satz gesagt haben, das ist der schönste Max Ernst, den ich je gesehen habe. Wobei, fälschen ist irgendwie das falsche Wort. Er sagt, und jetzt aufgemerkt, ich habe nie etwas gefälscht, ich habe lediglich das Werk großer Künstler ergänzt. Zum Verhängnis und zum Weg ins Gefängnis wurden ihm und seiner Frau am Ende ein paar Farbtuben aus Holland. Herzlich willkommen, Helene und Wolfgang Beltracchi. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ja, schönen guten Abend nochmal in die Runde.
werden uns auf ein paar spannende Lebensgeschichten freuen. Aber zunächst mal eine große Frage in die Runde, speziell an Sie, Frau Mika. Wie verfolgen Sie den aktuellen Fall von Steuerhinterziehung Ali Schwarzer? Sie beide kennen sich sehr, sehr gut. Wir haben sogar mal den Emma-Preis bekommen, haben dann eine unautorisierte Ali Schwarzer Biografie veröffentlicht. Wie schätzen Sie den Fall ein? Also ich habe mich wirklich intensiv mit Frau Schwarzer beschäftigt. Aber ich glaube, das können jetzt inzwischen andere tun. Und die machen das ja auch ganz gut. Sind Sie überrascht davon, dass das jetzt so aufgepoppt ist? Eigentlich nicht. Also wer weiß, wie Frau Schwarzer tickt, der kann ihr durchaus einiges zutrauen. Vor allen Dingen aus so einem Gefühl heraus, ich kann es mir eigentlich leisten. Mhm. Und die Gesellschaft ist mir durchaus etwas schuldig. Und ich glaube, aus dieser Haltung heraus können dann auch solche Sachen passieren. Mhm. Gibt es da, würden Sie sagen, vielleicht sogar ähnlich wie im Fall Uli Hoeneß, ohne das jetzt wirklich miteinander vergleichen zu wollen, aber gibt es da so ein Gefühl von moralischer Überlegenheit? Dass man sagt, ich darf das, ich kann mir das rausnehmen, weil ich auf der anderen Seite dieser Gesellschaft, und so ähnlich ist es ja auch im Fall Hoeneß, viel zurückgegeben habe. Und daraus entsteht dann diese seltsame Schizophrenie, die dazu führt, dass man sagt, auf der einen Seite kämpfe ich und bin auch sozusagen die moralische Instanz, wenn es um was geht. Und auf der anderen Seite kann ich aber einen Teil meines Daseins quasi abspalten und der liegt dann gebündelt in der Schweiz. Also ich glaube, dass es eine ganze Reihe Prominente gibt, egal ob sie nun ihre Doktorarbeiten fälschen oder Steuern hinterziehen, die sich ein Stück außerhalb dieser Gesellschaft verstehen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Mhm. Also das betrifft nicht nur die Fälle von Steuerhinterziehung jetzt, sondern die Frage ist, inwieweit ist man, wenn man eben eine besonders hohe mediale Aufmerksamkeit hat, wenn man möglicherweise innerhalb dieser Gesellschaft durch die Rolle, die man hat, auch sehr viel Geld verdienen kann, wenn man von einem Teil des Publikums bewundert, geliebt wird. Wozu führt das? Also welche möglichen Einflüsse auf die eigene Haltung und auch auf das eigene Verständnis, was man dieser Gesellschaft eigentlich schuldig ist? Wie kommt das dann zusammen? Und ich glaube, es sind solche Fälle, die zu Fälschungen führen, zu Betrügereien führen, zu Steuerhinterziehungen führen. Und da müssen wir uns natürlich auch fragen, wie gehen wir eigentlich mit unseren Prominenten um? Mhm. Was machen wir aus ihnen? Was machen vor allen Dingen, ich meine, ich bin auch eine Medienfrau, was machen die Medien? Was machen wir als Medienleute aus solchen Figuren, indem wir sie immer wieder ausstellen und auch immer wieder dieselben Figuren Sie meinen jetzt aber in einem positiven Sinne ausstellen, als Säulenheilige sozusagen? Ja, indem wir sie einfach immer wieder in die Öffentlichkeit schieben, indem wir auch zum Beispiel selbst, ich meine, schauen Sie sich doch mal die meisten Talkshow-Redaktionen an, die sind doch viel zu faul häufig. Das gilt für alle, bis auf diese. Ja. Natürlich, hier ist es ganz anders, versteht sich von selbst. Nein, aber auch nach neuen, interessanten Leuten zu gucken, wer hat denn zu diesem Thema noch was zu sagen. Da steckt oft einfach so eine Bequemlichkeit dahinter. Da holt man halt die Kurzwahlnummer raus und das ist dann zufällig die von Leuten, die man schon... Aber das ist langweilig. Ja, aber schauen Sie sich doch das mal an, ob es passiert oder nicht. Es passiert. Und insoweit glaube ich, also wenn Prominente in dieser Republik sich eine besondere Rolle anmaßen, dann hat das natürlich auch etwas damit zu tun, wie die Medien mit ihnen umgehen und was die Medien ihnen natürlich auch zurückspiegeln und dadurch natürlich auch das Publikum, was sie dann auch vom Publikum zurückbekommen. Die direkte Frage, die sich daran anschließen muss, warum hat man Sie und Frau Schwarzer sozusagen als zwei Kontrahentinnen, würde ich das jetzt fast mal nennen, in dem Fall noch nie gemeinsam in einer solchen Sendung gesehen, dieser Logik folgend? Weil Frau Schwarzer es immer ablehnt, mit mir zu diskutieren. Ich würde das durchaus tun. Ich fände das auch durchaus spannend. Aber wie gesagt, ansonsten, ich habe eine Biografie über sie geschrieben. Das war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Es war auch mein erstes Buch. Aber seitdem äußere ich mich eigentlich so gut wie gar nicht mehr zu ihr, weil sie mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig interessiert.
Wie fanden Sie denn die Begründung, die hinterher kam, über die man noch einmal einen Satz verlieren muss? Also die Begründung, also es ist eher eigentlich... Ich verliere keinen Satz dazu. Wie gesagt, das können andere tun. Wie hast du das verfolgt, Hans, als jemand, der auch politisch interessiert ist? Die Begründung, die da lautete, dass das jetzt durchgestochen worden ist, also dass das auch an die Presse gekommen ist, dass dieser Fall jetzt plötzlich publik wird, hat damit zu tun, dass ich sozusagen regelmäßig Kampagne gegen Pornoindustrie und andere fahre. Also das ist sozusagen eine Art Rachefeldzug. Und das wischt man mir auf diese Art und Weise eine aus. Ja gut, zum einen, also hier haben wir ja mit einem Tatbestand zu tun, der Steuerhinterziehung. Das kann natürlich jedem passieren. In dem Fall triffst du jemanden, der in der Öffentlichkeit steht. Und so jemand wird natürlich mit anderen Maßstäben gemessen. Ich glaube, das Ding hat aber zwei Seiten. Zum einen, und das ist eben die Frage, ob sich dann jemand so inszeniert in der Öffentlichkeit und das Publikum immer nur sagt, ja, oder die Leser, die Zuseher, was auch immer, ja, jetzt inszeniert sich wieder. Ich glaube, dass da auch eine Lustbarkeit beim Publikum besteht, Menschen da inszeniert natürlich zu sehen, und die werden auch natürlich demnach inszeniert. Das meine ich. So. Es geht um beides, das ist keine Einbahnstraße. Ist keine Einbahnstraße, aber es wird so ein bisschen dargestellt. Ja, ich meine, also bei Ihnen gehört es ja zum Job, also... Ich meine, klar. So. Das ist doch selbstverständlich. Und bei uns allen, die wir hier sitzen, gehört es doch auch dazu. Wir würden doch hier nicht sagen, wir sind jetzt hier sozusagen nur Privatpersonen und inszenieren uns nicht, oder? Und dass sie dann sagt, wie es da war, gut, da kann man jetzt davon halten, was man will. Ich finde es nicht wirklich ein gutes Argument, zu sagen, das war damals und ich habe es vergessen. Die Frage ist ja nur, warum schreibt die Bild oder der Fokus nicht darüber, aber der Spiegel rückt damit raus. Das ist dann auf einem ganz anderen Blatt zu sehen. Und das kriegt dann Dimensionen, die man jetzt hier in der Runde gar nicht nachvollziehen kann. Daran, glaube ich, sieht man eigentlich schon, wie schwierig im Moment diese Moral- und Wertediskussion in unserer Medienbranche eigentlich ist. Wir beide müssen nicht drüber reden, was da passieren kann. Und beim Fall Hoeneß ist es wiederum so, dass es noch absurder wird, dass in jedem anderen Betrieb, Verein oder in einer anderen Branche würde ein Präsident, der das getan hat, was Herr Hoeneß offensichtlich getan hat, ich weiß nicht, wie das schon jetzt unterschrieben oder nein, erklärt ist, wäre aber schon morgen nicht mehr im Amt. Aber da gibt es natürlich eine Solidarität von Fußball, und ein Präsident eines Fußballvereines hat offensichtlich in unserer Gesellschaft ein anderes Standing, womit wir wieder beim Feminismus werden und bei den Männern und den Frauen in unserer Gesellschaft. Also das finde ich höchst spannend, wie diese Moral sich verschiebt und entwickelt. Und ich denke, dass es das Alleinstellungsmerkmal von Prominenten oder wichtigen Persönlichkeiten immer schon gab in der Geschichte. Nur weil wir jetzt im Web.2.0-Zeitalter leben, Medien 2.0, da kommt noch eine zusätzliche Ebene herein, die unsere Gesellschaft offensichtlich nicht mehr handeln kann, weil plötzlich jeder was dazu sagen kann und jeder draufhauen kann. Nochmal zurück zu einem Punkt, der in diesen Tagen so hochkam. Es hat irgendwo jemand geschrieben, das ist sozusagen die Wut der Enttäuschten, die sich da jetzt gerade entlädt. Geht ja nicht nur um Ali Schwarzer, geht auch um den CDU-Schatzmeister, von dem man nicht weiß, ob er Geld irgendwie illegal verschoben hat oder nicht. Möglicherweise auch nicht. Ist ja auch nichts Illegales, sein Geld wohin auch immer zu verschieben, solange man dort keine Gewinne erzeugt, ist auch alles in Ordnung, muss man auch keine Steuern zahlen. Aber dennoch haben manche Menschen das Gefühl, da wird so mit zweierlei Maß gemessen. Frau Beltracchi, Sie waren im Gefängnis. Ja. Haben Sie dort auch Menschen getroffen, die wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis gesessen haben? Eine ältere Dame im gleichen Alter wie Frau Schwarzer, die saß teilweise im geschlossenen Vollzug und nachher auch im offenen. Wegen Steuerhinterziehung. Es war gar nicht so, glaube ich, gar nicht so ein großer Betrag. Und sie erzählte mir, sie hätte auch ihr Leben lang Steuern bezahlt, war angestellt, im Alter hat sie geerbt, hat es dann anscheinend nicht angegeben, hat sich von einem guten Freund beraten lassen, ist im Ausland angelegt, ist dann dabei erwischt worden und wurde verurteilt zum Gefängnis. Geschlossen und nachher offen. 70 Jahre alt. Wie viele Jahre? 70 Jahre alt. Wie lange saß die da ein? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Es war aber, sie ist nach zwei Drittel rausgegangen und ich glaube, es war irgendwann etwas um zwei Jahre. Also sehr hart sozusagen die Gesetze im Bestehenden angewandt an dem Punkt. So wie man die Gesetze anwendet normalerweise. Der Vollständigkeit halber, wir haben natürlich auch Frau Schwarzer eingeladen in diese Sendung, aber auch sehr nachvollziehbar, dass sie sich im Moment nicht zu dieser Geschichte äußern will. Aber wenn man auf der anderen Seite selbst sehr häufig mit dem Satz zitiert worden ist, dass auch das Private politisch ist,
dann muss man sich natürlich auch an diesen Maßstäben messen lassen. Frau Mika, weg von diesem leidigen Thema. Sie haben ein schönes Buch gemacht zum Thema, wobei es auch ein leidiges Thema, älter werden. Es muss gar nicht leidig sein, nein. Ja, aber Sie schreiben das. Nein, ich schreibe... Das höllische Spiel mit dem Älterwerden, ja. Das ist der Untertitel. Ja, Sie zucken alle schon zusammen da hinten. Ja, ich auch. Ja, aber das höllische Spiel bezieht sich darauf, dass es gesellschaftliche Bilder gibt, die Frauen alt machen. Beim Älterwerden werden Frauen alt gemacht. Männer, Sie zum Beispiel, können irgendwie locker... Was heißt denn, ich bin doch noch raus aus der Nummer, oder nicht? Natürlich, ich meine, Sie haben ja auch gar keine Falten. So meine ich das, ich meine das gar nicht persönlich, aber Sie können sich entspannt zurücklehnen und souverän älter werden. Aber für Frauen ist das sehr viel schwieriger, weil sie mit einer Unmenge an gesellschaftlichen Vorurteilen, sobald sie... das fängt eigentlich schon wahnsinnig früh an, werden sie sozusagen überladen. Ja. Und das macht für Frauen das Älterwerden so viel schwieriger. Und das Ziel dieses Buches ist aber, dass wir genau diese verdammten Vorurteile und Bilder, die es uns Frauen so schwer machen und die eben auch unterschiedliche Maßstäbe an ihre und meine Falten anlegen, dass wir... empfinden Sie das so? Dass an meine Falten und auch an seine Falten andere Maßstäbe angelegt werden als an ihre, die sie gar nicht haben. Also, wir reden ja hier nicht nur über Sie und mich und über Sie. Nein, wir stehen jetzt stellvertretend sozusagen. Genau, Sie stehen stellvertretend. Und selbstverständlich ist das so, dass männliche Falten ganz anders wahrgenommen werden, wobei es ja nicht um die Falten geht, sondern es geht sozusagen um alle Zeichen des Älterwerdens. Ja. Und das ist bei Männern einfach anders. George Clooney sagt, wir Männer haben es doch prima, wir können Falten kriegen, dick werden, eine Glatze bekommen oder weiße Haare. Klammer und auf, keinen... wenn wir aussehen wie George Clooney, können wir das alles so machen. Nein, nein, und er sagt, er bezog das schon auf andere Männer und kein Menschen kümmert's. Während es bei Frauen natürlich tatsächlich eine ganz andere Nummer ist, weil sie sehr viel stärker an ihrem Äußeren gemessen werden und weil sozusagen dieselben Zeichen des Älterwerdens, die wir ja eigentlich so ganz souverän nehmen sollten, fände ich zumindest toll, weil ich meine, überhaupt älter zu werden, ist ja schon eine kleine Herausforderung. Das reicht doch. Da brauchen wir doch nicht noch diesen gesellschaftlichen Mist, der dann auf uns Frauen abgeladen wird. Dann gebe ich doch mal direkt weiter an die drei Frauen. Also ich finde Herr Bertracke, Sie sind nicht die Frauen der Runde. Ja, aber Männer nehmen das nicht so leicht, wie Sie das jetzt so sagen. Das stimmt. Also ich leide darunter, dass ich älter werde. Also ich bedauere Sie mal, wenn ich Zeit habe. Sie können nicht, nein. Frau Mika, so geht das nicht. Das geht so nicht. Monika? Ich kriege in der letzten Zeit überhaupt gar keinen Termin mehr bei meiner Kosmetikerin, weil die ganzen Männer die Kosmetiksalons stürmen. Doch, ist es wirklich so. Und ich weiß es zu Hause auch. Entschuldigung, Schatz, wenn ich das jetzt sage, aber der braucht im Bad genauso lang wie ich. Und dann ist er vor dem Spiegel und sagt, ach, guck mal, ich habe wieder eine Falte bekommen. Dann denke ich, ups, was ist da passiert? Wie alt ist er, fragt Hans? Er ist jünger als ich, ja. Oh, damn. Ja, jetzt fängt's an. Nein, aber ich finde, das hat sich geändert. Und wenn Sie sagen, der Herr Lanz kann vielleicht mehrere Falten haben, dafür hat er andere Themen, ja, die ihn vielleicht nachts nicht schlafen lassen. Ja. Und es handelt sich wieder um Frauen. Und wir Frauen, wenn wir das nur falten, was ich denke, dass wir haben genügend andere Probleme auch noch. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Lass uns einmal Susi Erdmann hören. Ich würde gerne einmal Susi Erdmann hören, als Sportlerin. Ihr seid gleich alt und ich finde, die Susi kommt besser weg. Das würde ich so unterschreiben. Mein Spruch immer, gekühlte Ware hält sich länger. Ich war 30 Jahre im Reiskanal. Sehr schön. Aber es ist doch wahr, was du sagst. Also Frau Erdmann altert doch deutlich besser als Hans Siegel und ich zusammen. Ja, aber darum geht es ja nicht nur. Es geht doch nicht darum, dass wir Frauen, was ich übrigens auch finde, in der Regel weit über die 40, 50, 60 hinaus wahnsinnig attraktiv sein können. Sondern es geht darum, dass sie das sein müssen. Dass wir es zum einen sein müssen und es geht darum, wie es gesellschaftlich bewertet wird. Und da ist es einfach verdammt noch mal so. Ich glaube, da können wir uns gar nicht drüber hinwegtäuschen. Selbst wenn es bei Männern, ich fluche, das stimmt. Selbst wenn es bei Männern
inzwischen auch angekommen ist, der Druck, aber natürlich noch längst nicht so stark und natürlich auch noch nicht längst bei allen Generationen. Ja. Und bei Frauen ist dieser Druck so wahnsinnig groß, dass selbst 17-Jährige zu ihrer Mama sagen, bring mir doch bitte Anti-Faltencreme mit. Ich finde ehrlich gesagt, dass Frau Mika vollkommen recht hat. Nein, also, aber was ich gemerkt habe, also jetzt, seit ich 19 Jahre, also jetzt 17 Jahre model ich und ich merke, es ist ein Trend zurückgegangen zu so Schönheit. Es geht mehr zurück zur Natürlichkeit. Ja. Früher, Hans, wir sind wieder im Geschäft. Finde ich, also wenn man sich da auch die ganzen Fotos anschaut, die Mädels werden mehr individuell gesehen. Zu der Topmodel-Zeit vor 20 Jahren, da sahen die alle sehr ähnlich aus. Claudia Schiffer, Evangelista, ja, diese, die waren alle Ära, diese klassischen Schönheiten und heutzutage ist viel mehr erlaubt, sind viel mehr Gesichter erlaubt. Es ist erlaubt, wenn du eine große Nase hast, wenn du nicht mehr klein, also es wird gar nicht mehr auf Stupsnase wie früher geachtet. Heute ist eine große Nase in Ordnung. Wenn du dünnes Haar hast, ist es okay. Es wird viel mehr auf Natürlichkeit gelegt, doch. Ich war letztes Jahr auf der Fashion Week in Berlin. Ja, ich war ich eingeladen, war ich da. Du hast plötzlich so einen nasalen Unterton. Ja, nein, ich hab das gedreht durch. Ich bin fast zum Aktionismus gekommen. Da war ein weißer Laufsteg und ich wollte rote Farbe rausnehmen und schaue drauf schon S2s Kinder. Weil dieser Trend, das hat doch mit dem überhaupt nichts zu tun, was du da sagst. Doch, das wird aber auch wieder zurück. Ja, es ist ja, aber das sind die Designer, aber es gibt viele Mädels, gut, in jungen Jahren, das sind ja meistens 17-jährige Mädels, da sind die ja auch noch dünn. Und es wird aber nicht dahin, der Trend geht schon zurück, dass es mehr natürlich ist. Und Kurven sowieso sind auch wieder gefragt. Es ist, jeder ist gefragt, wenn jemand von Natur aus dünn ist, ist er gefragt. Wenn Frauen Kurven sind, sind gefragt. Die Models sind so vielseitig geworden. Ja, also es gibt von jedem Typus was. Früher gab es wirklich nur dieses eine Schönheitsideal. Und ich finde, das ist zurückgegangen. Die Frage, die ich mir stelle, die Schönheitschirurgie, die boomt ja geradezu. Bei Männern auch. Bei Männern. Auch für Männer, aber, das ist wahr. Ja, wirklich, ja. Männer mit Korrektur, Bauch absaugen. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, ist es einfach so, 3/4 aller Schönheits-OPs werden immer noch an Frauen gemacht. Und auch die ganze Industrie verdient an den Frauen, den allergrößten Teil ihres Geldes. Aber das nimmt ab und es wird, die Männer werden immer mehr und mehr kommen. Es gibt mehr Schönheitszeitschriften, die Werbung, Jogi Löw und alle, die sind ja jetzt alles nur noch Models, das sind ja keine Trainer mehr. Ich meine, die sind mehr von der Kamera, als dass sie auf dem Fußballplatz Ja, aber Hans, jetzt mal, ich muss einmal kurz einhaken, weil ich gerne wissen würde, ob der Bergdoktor zum Kosmetiker geht. Ja, natürlich, berufsbedingt, ja klar muss ich zum Kosmetiker. Also, wir arbeiten in dem Beruf der Schauspielerei, wir haben eine Maskenbildnerin. Und die ist natürlich darauf bedacht, dass ich jeden Tag ohne Hautunreinheiten da vor der Kamera stehe. Weil mittlerweile HD, du sindest auch in HD. Genau. Wir sind auch in HD, ja. Aber HD ist es natürlich ganz furchtbar geworden, ganz ehrlich. HD ist nicht für jeden schön, ich habe das schon gemerkt. Wir zerpacken das. Was ich glaube, bei allem spaßigen Diskutieren über Schönheits-OPs bei Männern und Frauen und Kosmetikern und her, es geht, glaube ich, darum, unsere Gesellschaft hat auch durch großen Schub der Industrie eine Perfektionismus schreibt vor. Ja. Das finde ich auch. Und jeder, der aus dieser Form fällt, wird kritisiert, wird beliefert mit allem Möglichen, hin zur OP, was wir also alles gesprochen haben. Und ich denke, dieses Bild des perfekten Menschen, der in den 60ern angefangen hat mit der Barbie-Figur und jetzt wieder die neuen, also Inbegriff eines tollen Mannes ist ja George Clooney. Ich meine, ich finde den Typen super. Ja. Aber es hat sich... Ja, Markus Lanz hier in Deutschland. Aber es geht um ein perfektes Bild. Ja. Und jeder, der davon abweicht... Zeig dir mal ein perfektes Bild. Hans, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Schau mal, diesen Mann habe ich hier für dich. Schau dir den mal an. Pass auf. Das ist ein wirklich gut aussehender, cooler Mann. Das ist der Mann, der hier in der Runde sitzt. Das ist Herr Beltracchi. Ja, stimmt. 1971 war das. Ja. Und ein Mann, der gerade vorhin sagte... Da kann man den Schrecken des Alters sehen. Der gerade sagte, ich habe Probleme mit älter werden. Ja, warum? Nicht wirklich Probleme, aber ich habe mir auch schon mal die Augenlider liften lassen vor 5, 6, 7 Jahren oder so. Du warst ja auch nichts mehr. Ich konnte nichts mehr sehen, mir hingen die so ein bisschen runter. Und für einen Maler ist das schlecht, wenn er nichts mehr sieht. Ja. Und das ist schon ein Problem, wenn man dann so morgens in den Spiegel guckt, ne? Und sagt, und seine Falten sieht, ne? Schon so spät. Aber hier die Maske ist ja gruselig. Dieses Licht. Ne? Wenn Sie dieses Foto sehen. Ich erkenne mich da gar nicht auf dem Foto. Ist man dann traurig oder was ist das für ein Gefühl? Nein, ich denke dann an die Zeit zurück. Das war toll.
Das war super. Ihre große Zeit. Wenn wir Ach, ich hatte immer eine große Zeit. Aber es ist eigentlich auch verrückt, weil dieses Bild ist eigentlich auch das Bild seines Sohnes. Der sieht nämlich ganz genauso aus heute. Ja, nur aber halt mit kurzen Haaren. Nur der Nachschnitt, ja. Aber das ist eigentlich egal. Aber nochmal zurück zu Bashamika. Ich letzte Woche hier eine sehr schöne Begegnung, würde ich das jetzt mal nennen, mit Christine Westermann gehabt. Mhm. Es war ein wirklich schönes Gespräch über das Älterwerden. Und sie sagte, da gibt es auch so eine wirklich sozusagen quantifizierbare Größe, 65, dann bist du alt. Würden Sie das auch so sehen, dass es irgendwann wirklich ganz konkret den Punkt gibt, so ab jetzt geht es nur noch bergab? Ich habe eigentlich sehr viel mehr Probleme damit, zumindest wenn ich sozusagen auf die Frauen schaue und wie sie das empfinden. Denn eigentlich ist doch unser Älterwerden ein Prozess, der beginnt mit der Geburt, um es mal ganz platt zu sagen. Mhm. Es ist inzwischen tatsächlich so, dass schon 20-Jährige, 25-Jährige Panik kriegen, weil sie das Gefühl haben, sie kommen an einen Punkt, wo sie sozusagen nicht mehr als jugendlich gelten. Und die richtig große Panik setzt dann bei vielen schon mit 30 ein. Das heißt, also dieses Gefühl, mir wird etwas genommen, vor allen Dingen bei Frauen, indem ich älter werde. Und jedes Jahr zusätzlich ist irgendwie ein Minuszeichen, der setzt bei Frauen sehr viel sehr früh ein. Und dann ist dann natürlich noch mal so ein Punkt so um die 40, auch noch mal um die 50, wo Frauen sich teilweise überhaupt nicht mehr trauen oder keine Lust mehr haben, ihren Geburtstag zu feiern. Und dann nur noch diesen Einsatz dazu. Und dann ist, glaube ich, sind die Wechseljahre noch mal so ein Kristallisationspunkt, weil an diesem Punkt, wenn Frauen nicht mehr fruchtbar sind, nicht mehr gebärfähig sind, dann wird sozusagen die Liste der negativen Urteile darüber, die wird dann sozusagen vollständig gemacht. Und ab da haben Frauen wirklich das Gefühl, dass sie spätestens ab da, dass sie gesellschaftlich nicht mehr richtig als Frauen wahrgenommen werden, dass sie dann auch oft erzählen, ich werde unsichtbar im öffentlichen Raum. Ich bin irgendwo draußen in der Welt, aber ich werde nicht richtig angeguckt und man beachtet mich nicht. Mhm. Und das hat man als Mann auch. Hat man als Mann auch, sagt Herr Beltracchi. Genau dasselbe hat man als Mann auch. Na. Doch, mir ist das aufgefallen früher. Da haben die Mädels sich öfters nach mir umgedreht. Und heute auch nicht mehr. Gerne mal Susi Erdmann. Gerne mal Susi Erdmann fragen. Ist das etwas, das Sie auch so an sich feststellen? Also, ich meine, darf man sagen, ne? 45, glaube ich, oder? Na, ich bin letzte Woche 46 geworden. Oder so. Ja, so jung. Ist jung, ne? Genau, es liegt alles letzten Endes im Auge. Für mich schon auch so ein bisschen. Jetzt geht es auf die 50 zu. Also, das war schon ein komisches Gefühl. Gut, als Sportler ist es ja so, man hat ja immer. Also, bei mir ist es jetzt nicht so das Aussehen, sondern eher so, wie verändert sich der Körper, wie leistungsfähig bist du. Und das hat so mit Anfang, Mitte 30 eingesetzt, wo du einfach gemerkt hast, du kannst nicht mehr so wie die Jungen. Also das ist einfach so. Und ich habe ja bis knapp 40 Leistungssport gemacht und ich habe da einfach gespürt, jetzt geht es wirklich, der Körper baut ab. Also auch körperlich, das ist einfach so. Gut, du aber kannst, auf dem Niveau ist klar. Ne? Ja, aber also es gilt ja für Männer genauso. Du lässt einfach mit der Leistung nach. Und dann, als ich 40 geworden bin, war auch so ein Knackpunkt in meinem Leben. Da habe ich gesagt, so 40, na, eigentlich fühlst du dich noch ganz gut. Und, aber man denkt schon drüber nach. Ne? Wie ist das jetzt? Man guckt genauer in den Spiegel, man beobachtet sich. Genau. Und jetzt mit 46 sowieso noch mal. Ne? Da geht es jetzt auf die 50 zu, dann verändert sich der Körper. Ja. Das ist schon so. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber ich glaube wirklich, dass das etwas ist, das Männer auch so erleben. Ja, dass du irgendwann aber mal nicht, da. Aber ich würde da wirklich gerne noch mal widersprechen, weil ich glaube, das will ich Ihnen überhaupt nicht abstreiten, dass Sie auch in Depressionen stürzen wegen Ihres Älterwerdens. Aber ich glaube trotzdem, dass es sozusagen von den gesellschaftlichen Bildern kommt es bei Männern einfach nicht in der Schärfe an. Aber ich finde das gut, dass Sie da offenbar einen Nerv getroffen haben, Frau Mika, mit der Thematik. Immer wieder kommt dieses Thema, aber das ist
schonungslos und ehrlich, so wie Sie das beschreiben. Das finde ich gut. Und wenn wir dann uns irgendwann noch mal darauf einigen, dass dieser Stuss von die 50 ist die neue 60 und all so ein Quatsch, wenn das dann irgendwann auch noch mal aufhört, dann wäre ich Ihnen ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar. Das könnte das nächste Buch werden. Und dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Susi Erdmann ist bei uns, die fünfmal bei Olympischen Spielen war, zuletzt 2006. Die auch ein paar schöne Medaillen hier direkt daneben liegen hat. Und weil Olympische Spiele gerade vor der Tür stehen. Würde ich Sie gerne fragen, Sie sind 2002 in Salt Lake City, sind Sie das erste Mal angetreten in einer absoluten Männerdomäne, da ist wieder dieses Thema, nämlich beim Bobfahren. Das war vorher, gab es das nicht, Frauenbobfahren? Also das gab es schon, aber natürlich mehr so im Amateurbereich und Damenbobsport ist 1998 olympisch geworden. Also, wie wird man denn da aufgenommen bei diesen doch sehr gut bepackten Jungs, die da in der Umkleidekabine vor sich hin? Also wir hatten schon, ich bin 1999 dann umgestiegen und sagen wir so, die ersten Jahre waren schon nicht leicht. Also die Männer haben uns schon belächelt, also es war auch in den Medien teilweise nachzulesen, standen immer sensationslustig an der Bobbahn oder an der Bahn, um zu sehen, ob wir überhaupt fahren können. Sie standen am Start, ob wir überhaupt die schweren Geräte tragen können. Also das war wirklich auch mit Argwohn beobachtet. Aber Sie fuhren natürlich nicht gegen Männer, ne, sondern Frauen. Genau, aber natürlich war man das nicht gewohnt. Beim Rodeln ist es so, dass die Damen weiter unten anfangen. Und beim Bobfahren, die starten tiefer, ne? Genau, fünf Kurven weiter tiefer. Und beim Bobfahren ist es wirklich auch von oben. Also das ist schon tough, ne? Und ja, sagen wir mal so, wir haben uns die ersten zwei Jahre schon durchsetzen müssen und haben mit Leistung überzeugen müssen. Aber wenn man in diese Männerdomäne da eintaucht, in dieses Bobfahren und dann jemand wie Sie, der den Bob ja auch gelenkt hat, genau. Das heißt die Pilotin, ist und die entscheidende Frau, die dann diese Riemen da zieht, ja. Wie viel Überwindung kostet einen das, da mit 120 und mit auch noch Passagieren an Bord in diese Kurven reinzukacheln? Also wir sind ja teilweise schneller, 140, 150 mittlerweile, also Spitzengeschwindigkeiten, also in Vancouver über 150. Ja, ich meine, ich bin im Eiskanal groß geworden. Also ich war zum Glück eine derjenigen mit der Sandra Kyriazis, die vom Rodeln zum Bobfahren umgestiegen sind. Und dadurch hatten wir natürlich das Gespür für die Geschwindigkeit, für die Fliehkräfte und für die Bahnen auch. Und wir haben uns da relativ leicht getan. Aber Fakt ist, ich liebe Geschwindigkeit. Das ist ja auch Rennsport, das ist mein Leben, das ist in meinem Blut. Und ja, man hat Verantwortung, klar, man ist nicht mehr alleine, so wie beim Rodeln, aber ja, mir hat es Spaß gemacht. Morgen geht es ja los in Sochi. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie das? Auch die Entwicklung von Olympischen Spielen, höre immer nur Superlative, die teuersten Spiele aller Zeiten, das ist so eine Milliardenmanie, die da plötzlich so um sich greift. Also ich, das ist ein Thema, worüber ich wirklich auch stundenlang reden könnte, weil ich war ja auch Botschafterin für 2018 in München und habe dieses ganze Bewerbungsverfahren mit durchlaufen, war auch in Durban bei der Entscheidung dabei. Und wie gesagt, ich habe 5 Olympische Spiele mitgemacht und ich habe wirklich erlebt, wie sich das entwickelt hat. Wie sich das entwickelt hat, vor allem wie das entschieden wird. Und da geht es mittlerweile wirklich nur noch um Geld. Und das ist etwas, was mich sehr traurig stimmt, weil gerade durch München, wir hatten ein fantastisches Konzept, nachhaltig, ökologisch. Und das ist das, was ich immer wieder gesagt habe, vorhandene Stätten auch zu nutzen und nicht diese gigantischen Sportstätten zu bauen, die man sozusagen auch im Nachhinein gar nicht mehr so nutzt. Und das ist etwas, was einen ein bisschen traurig stimmt. Und, wann ist das gekippt? Können Sie das sagen? Wann, weil Sie 5 Spiele ja überblicken können. Wo war es noch kuschelig und gemütlich? Die besten Spiele waren für mich absolut Lillehammer. Nachhaltig, waren traditionell, waren sehr bodenständig, so wie der Wintersport eigentlich auch ist. Ja, es ist ja was Bodenständiges und so sind wir auch eigentlich alle. Und das waren einfach wirklich die tollsten Spiele. Und ob Albert Will, ob Nagano, wo kein Mensch mehr hinfährt. Nagano wurde meines Erachtens auch nur vergeben, weil der Schnellzug von Tokio nach Nagano gebaut werden sollte, um dieses Gebiet zu erschließen. Genauso ist es auch mit Turin. Turin gehört, glaube ich, irgendeinem Fiat. Keine Ahnung. Davon ist auszugehen, Man wollte das halt erschließen. Und es war trotzdem alles so zerrissen. Und für mich hat es wieder bewiesen, München oder auch damals Salzburg hatten ein super Konzept. Die wollten das ja schon mal zusammen machen. Salzburg, Berchtesgaden, Kitzbühel, auch eine Olympiade, hatten sich beworben. Auch wegen Nachhaltigkeit, aber ist halt gnadenlos untergegangen. Es spielen halt, Sport ist ein Wirtschaftsfaktor geworden. Da wird viel Geld verdient. Und
Das ist leider so. Mhm. Wir werden diese Diskussion mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen noch mal haben. Und ja, ganz zum Schluss, weil es so schön war, ich würde gerne einmal noch mal diese Bilder sehen. Eine ganz, ganz klappe Kiste. So. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit dann noch mal ausführlicher über genau diese Geschichte unterhalten könnten. Wir kommen direkt zu anderen Festspielen, die regelmäßig im Moment am Wilden Kaiser stattfinden, nämlich die Bergdoktor-Festspiele. Hans, wollen wir einmal ganz kurz reinschauen, weil es hat ja angeblich keiner gesehen. Ja, ja, es hat keiner gesehen. Ne? Keiner hat es gesehen. Und alle waren da. Alle? Ja. Nervt dich das eigentlich, dass, dass die Leute nur hinter vorgehaltener Hand zugeben und sagen, ja, also ich gucke schon, aber darf keiner wissen? Es gab schon Zeiten, wo ich gedacht habe, ich sag doch einfach, dass ihr das geguckt habt und es ist gut. Und mittlerweile finde ich es sehr, sehr amüsant eigentlich. Und natürlich jetzt kann man es nicht mehr, ja, die Quote spricht dafür. Und was viel schöner ist, ist nämlich, dass tatsächlich viele Leute auf mich zukommen und sagen, ich habe es jetzt mal geguckt, ab jetzt schaue ich es immer. Und dann sage ich, das ist schön. Und das, also wir haben jetzt mehr Publikum generiert und das ist einfach schön. Wir schauen mal ganz kurz rein, exklusiv in die Folge, letzte Folge vorerst, die nächste Woche. Ja, so ist es. Da gibt es keine Tabus. Ja, harter Stoff. Hat nichts mit der Schnulze zu tun, die da so aus Ludwig-Ganghofer-Romanen und so weiter die mitunter auch schön war, aber das hat sich natürlich sehr verändert. Und, mhm, und es hat sich von damals, als diese Serie angefangen hat und dieser Titel, diese Marke benutzt wurde, hat sich viel verändert. Und in der Zeit, also seit wir es jetzt machen, seit 2007, hat sich natürlich auch einiges verändert. Läuft das auch in anderen Ländern? Das läuft in anderen Ländern, also im Internet sowieso, worldwide. Und es ist verkauft. Ich glaube, es läuft in Tschechien, in Polen, in anderen skandinavischen Ländern noch. Und Italien soll jetzt auch dazukommen, Frankreich soll dazukommen. Und das heißt dann Le Docteur de... Le Montagne, ich, im Französisch weiß ich nicht, aber es gibt einen Titel, in Italien soll es, oder gab es eben schon mal, dass es heißt Dottore su Nuvoli, das habe ich dir mal schon mal gesagt. Der Arzt über den Wolken. Über den Wolken. So. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen irreführend, weil es etwas suggeriert, womit wir wieder beim Image wären und bei der ganzen Kiste, was wir aber dann nicht einlösen. Das ist aber ganz schön, dass wir diesen Bruch letztendlich haben. Und das heißt, du wirst dann auch synchronisiert, oder? Das hoffe ich. Ja. Oder was ist das Untertitel? Was man immer wieder hört, in Polen scheinbar, ist es wohl so, dass deutsche Serien gezeigt werden mit einer Synchronstimme für alle. Einer spricht quasi, man hört nur noch die Originalstimme und einer spricht dann halt ein bisschen drüber, aber der spricht dann alles. Ich habe es nicht selber gehört. Also aber ist deutlich günstiger. Ist deutlich günstiger, ja. Ihr seid ja klar. Schöne Geschichte. So. Und ist es wahr, Hans, dass es mittlerweile von dir sogar eine eigene Briefmarke gibt? Ja. Also der Tourismusverband in Elmau hat die Idee gehabt, dass wir diese... Da ist sie ja, schau. Das ist schön. Ah, die haben wir noch nicht gesehen. Ja. Nee, ist nicht wahr. Ja, die ist kopiergeschützt. Das ist lieber, die kannst du nicht fälschen. Und das war eine schöne Idee, damit wir das ein bisschen nach draußen bringen, dass wir das nach draußen tragen. Und die ist tatsächlich gültig und die kostet ein bisschen mehr und das geht dann einem guten Zweck zu. Ja. Das heißt, man kann dich kaufen und dann auch einfach abschlecken? Sozusagen. Das kannst du machen, mehrfach sogar, aber ich klebe dann wahnsinnig. Ich bin dann wahnsinnig klebrig. Aber deswegen frage ich nochmal, das ist für eine gute Sache. Ne? Das für eine Stiftung, für die Björn-Schulz-Stiftung, wo es unter anderem um das Thema Blutkrebs geht und ähnliches. Kannst du überhaupt operieren, irgendwas medizinisch? Brauchst du was? Bist du gerade durch? Noch nicht, aber für den Fall, dass irgendwie... Bin ich dabei. Ich kann natürlich nichts operieren, ist klar. Aber hast du das mal irgendwo gelernt? Dr. Bibber habe ich gemacht. Das war meine Vorbereitung. Kennst du das Spiel Dr. Bibber? Kennt das mal jemand? Dr. Bibber? Nee. Das ist so ein Spiel, ist so ein Kinderspiel, wo ein Mensch drauf liegt mit so kleinen Öffnungen. Und das ist mit Batterie. Und wenn man da mit der Pinzette drankommt, dann weiß man, war nicht geschickt. Dann liegen so kleine knöchelchen Lagen drin. Und das habe ich genommen, mit meinem Sohn gespielt, damit ich diese Handbewegung lernen muss. Nein, Scherz. Ich habe gelernt vom medizinischen Berater, habe mir einen Schweinebauch zugenäht, aber wir machen... Schweinebäuche kannst du nehmen? Kann ich nehmen. Wird häufig hergenommen, auch bei Tatort und anderen relevanten Fernsehserien. In Deutschland werden darunter natürlich andere Häute gelegt quasi. Weißt du, was ich meine? Ja, ich ahne das. Ich will das, glaube ich, gar nicht so genau wissen. Und das haben wir kurz mal gemacht, aber wir zeigen es jetzt ja nicht mehr so wirklich. Ja. Du warst auch mal Zivildienstleistender, Pfleger in einer Klinik, ne? Ja, ja. Ist da was hängen geblieben? Da ist eine Menge hängen geblieben. Das war wirklich eines meiner prägendsten Jahre, würde ich sagen.
damals engagiert im Landestheater in Tirol, hat er einen Dreijahresvertrag unterschrieben und ich war aufgeschoben quasi als Zivildiener und ich wusste nicht, wann der Ruf kommt, wann der Brief kommt sozusagen. Mhm. Und hat nicht damit gerne, dass der in Bälde kommt. Eines Morgens vor der Probe klingelt das Telefon und eine Dame von der Zivildienststelle ruft mich an und sagt, na Herr Siegel, jetzt ist es soweit, mein Name ist Meisenkaiser aus Wien, wir brauchen einen neuen Zivildiener, haben Sie Zeit? Dann sage ich, ich verstehe Sie, wer verarscht mich jetzt? Und dann haben die aber einen Mangel an Zivildienern gehabt, in diesem Jahr, 96 war das, und haben dann Leute, die auf der Liste standen, schnell mal per Telefon kontaktiert und ob man nicht Zeit hätte. Und das war im März, glaube ich, und dann sage ich, aber ich bin da im Vertrag, ich habe da einen Arbeitsvertrag im Theater und das geht jetzt ja nicht. Na, du gehst und fragst noch, ob die so frei waren, also wir brauchen sie ab Mai, Juni sowas. Und dann bin ich an dem Tag zu meinem Oberspieler, ich habe dann einen absurden Anruf gekriegt, ich soll jetzt da anfangen. Und dann hat der kurz geschaltet und gesagt, okay, dann machen wir so, ein Stück spielst du nicht und dann bist ein Jahr weg und dann kommst du wieder. Und dann bin ich voll der Inbrunst des jungen Theaterspielers, des Novizen da im Landestheater in Tirol, da rausgegangen und kam mit der ganzen Hybris eines jungen Schauspielers ins reale Leben hinein. Und habe mir vorgenommen, ich gehe jetzt ein Jahr lang nicht ins Theater, sondern widme mich dieser Aufgabe. Und komme mit maximalem Idealismus dahin. Und dann wurde ich in die sterile Abteilung versetzt und habe den Kollegen geholfen, Tupfer zu zählen und einzupacken. Was ich eine unglaublich vertrauensvolle Aufgabe fand damals. Ja. Aber aufregend auch. Ja, du wirst lachen, das ist wirklich eine ganz heiße Abteilung. Also die sterile Abteilung, dass alles, was in einem Krankenhaus bereit sein muss und steril sein muss, wird da fabriziert und hergestellt, verschweißt, sterilisiert und wieder rausgeschickt. Das ist, also wenn da was schief geht, dann haben ganz viele Patienten schlechte Karten. Aber da war ich dann eingeteilt, logischerweise. Und habe mich dann aber im Klinikvorstand gemeldet, in einem Anflug von persönlichem Größenwahn, dass ein Zivildienstleister im Klinikvorstand klingelt und sagt, Grüße, ich würde gerne einen anderen posten. Mir ist da eine Fahrt. Und dann hat man mich an den Patienten gelassen, weil das war eigentlich mein Anspruch, dass ich für die Patienten mit den Patienten arbeiten kann. Und was hast du dann gemacht mit denen? Und dann war ich Pfleger. Pflegehelfer an der internen medizinischen Station 4, Oberschwester Rosi, wurde ich zugeteilt. Oberschwester Rosi war deine Vorgesetzte? War meine Vorgesetzte. Und das sah dann so aus, am Anfang bin ich zu die Zimmer gegangen, habe so guten Morgen getan, was darf sein, und bin dann einkaufen gegangen, habe die neue Post geholt und Orangen und so weiter. Und dann durfte ich immer mehr Aufgaben erledigen, dann Transportaufgaben mit Sauerstoff, teilweise Patientinnen durch die Dungeons des Krankenhauses zu Herzkatheteroperationen und so weiter, auch alleine schon mal fahren. Und auch persönliche Pflege, also Fußnägel schneiden, hygienische Aufgaben übernehmen. Und das war. Oh, das führt dann doch schon sozusagen wirklich ans reale Leben. An das reale Klinikleben, das war mir sehr wichtig. Ja, und tatsächlich kam es an den Punkt, dass eine mir sehr lieb gewordene Patientin dann verstarb. Und ich an dem Punkt kurz mal bei allem Spaß, den ich da auch hatte, an den Punkt kam, worum es im Leben geht. Und das ist natürlich das untrüglichste Zeichen, dass es darum geht. Und dann war nicht vorgesehen, dass man als Zivildiener diesen Totentransport auch macht. Und habe dann meinen Pflegerchef, gebeten, dass ich das mit ihm machen darf. Und er meinte, das musst du aber nicht. Und sage ich, ich würde das aber gerne machen. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Ich habe danach meinen Piepser abgegeben. Die brauche jetzt mal kurz 2 Stunden für mich, um das zu verarbeiten. Und dann was heißt Totentransport? Du hast die alte Dame? Eine Dame ist verstorben, die ist dann auf der Station und wird dann in den Keller gebracht, wo man verstorbene Menschen kurz zwischenlagert. Kurz mal. Und das fuhr mir schon ziemlich rein. Ins Mark. Kann ich mir vorstellen. Und auf dem Nachhauseweg kam ich am Theater vorbei, das werde ich nicht vergessen, und dachte mir, jetzt gehe ich mal rein zu den Kollegen und werde mal erzählen, was das Leben ist. Und dann kamen sie runter von der Probebühne und sagten, du kannst mir, wenn du mal so lächelst, weißt du, dieses am zweiten Akt, Anfang, zweite Szene, so ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich bin da nicht ganz in der Emotion drin. Und dann habe ich dem erzählt, was die Emotion so war damals. War sehr eindrücklich. Und deswegen sage ich, das war so ein sehr prägendes Jahr. Schöne Geschichte. Hans, auf jeden Fall geht es jetzt weiter für dich. Ja. Wir freuen uns darüber. Und die letzte Frage, die ich dir stellen wollte, sammelst du Kunst? Ich sammle Kunst nicht wirklich. Ich erfreue mich sehr an Kunst. Ja? Ich erfreue mich sehr an Kunst, aber ums Kunstsammeln bin ich noch nicht gekommen. Ah, ja. Also, wer sammelt hier in der Runde Kunst? Frau Mika, Sie? Monika? Ich liebe Kunst, aber... Ja. Das halte ich mir dann fürs Alter vor. Wenn ich dann nicht mehr rausgehe, dann sammle ich auch dann Kunst. So. Sammelt Susi Erdmann Kunst? Alte Bücher. Alte Bücher, schön. Haben Sie?
alte Bücher. Oh, wenn er sagt schön, muss man schon vorsichtig sein. Muss man direkt hellhörig werden. So, Wolfgang und Helene Beltracchi sind bei uns. Und was sich dahinter verbirgt, ist eine Lebensgeschichte, die einmalig ist. Und zwar sowohl im positiven wie auch im negativen Sinn. Wir schauen uns mal ganz kurz an, wie das alles begonnen hat. Ja, herzlich willkommen nochmal bei uns in der Runde. Und die erste Frage zunächst mal an Sie. Wie kommt es, dass wir uns heute hier gegenüber sitzen, dass wir dieses Gespräch überhaupt führen können? Denn nach meiner Rechenkunst müssten Sie eigentlich in Haft sein. Ja, meine Frau ist inzwischen frei, seit Februar letzten Jahres. Mhm. Und ich bin im offenen Vollzug. Heißt, ich kann über Tag arbeiten gehen. Und ich habe jetzt frei bekommen hier für diese Aufzeichnung, nette Show hier. Weil das ist für mich Arbeit, also es wird als Arbeit berechnet. Und ich darf dann hier übernachten im Hotel, was auch mal sehr schön ist. Ne? Weil morgen Abend muss ich wieder in mein kleines Zimmer mit dem Eisenbettchen dann. Ne? Das heißt, Sie gehen morgen Abend wieder ins Gefängnis? Ja, eigentlich jeden Abend. Ne? Mhm. Und das dauert dann noch ein bisschen. Ne? Mhm. Wie würden Sie das nennen, was Sie machen? Haben Sie Bilder gefälscht, kopiert? Nein. Also ich habe Signaturen gefälscht. Das steht außer Frage. Dafür bin ich ja auch verurteilt worden. Aber Bilder habe ich nicht gefälscht. Sondern? Ja, gemalt. Neue Bilder. Würden Sie es sagen? Ich habe keine Kopie. Ich habe keine einzige Kopie gemalt. Die Leute meinen ja immer, ich hätte vielleicht das etwas heißt, abgemalt oder irgendwie ein Kalenderblatt oder ich habe keine Ahnung. Aber ich habe einfach mir Bilder vorgestellt, die der hätte noch malen können, der jeweilige Maler. Das heißt, Sie haben das Werk ergänzt? Ja, ich bin dann da hingefahren, habe geguckt, was hat er gemacht, wo hat er gelebt, mit wem zusammen, die Kunstgeschichte in der Zeit betrachtet, die Freunde, alles, den ganzen Rahmen. Wie so eine kleine Zeitreise, muss man sich das vorstellen. Das hat manchmal lange gedauert, manchmal habe ich ein halbes Jahr oder so gebraucht. Und dann bin ich in mein Atelier gegangen und habe das Bild gemalt. Und zwar ein neues Bild? Maler, ein neues Bild? Ja, ein neues. Und die meisten habe ich auch nur ein oder zwei Bilder gemalt. Und ich fasse es jetzt mal ein bisschen zusammen. Sie haben dann irgendwann angefangen, alte, unbekannte, teilweise holländische Meister in Flohmärkten oder so zu erstehen. Dann hat Ihnen irgendjemand gesagt, pass mal auf, das sind einfach nur Landschaftsbilder. Wenn du in diese Landschaftsbilder ein paar Figuren reinmalen würdest, wären die deutlich teurer. Das haben Sie dann gemacht? Ja, das waren Winterbilder. Genau, das waren meine ersten Versuche. Das heißt, Sie haben alte Bilder genommen und haben da Figuren reingemalt, die vorher gar nicht waren. Sie kennen auch diese Winterlandschaften, ne? Mit dem See, zugefroren, aber keiner fährt Schlittschuh. Die sehen ja öde aus. Ne? Ja. Und dann halt So, und das heißt, Sie haben diese alten Bilder gekauft und wenig später fuhr einer Schlittschuh. Ja, mehrere. Ne? Mehrere. Ja, da war richtig was los auf dem Eis. Ja. Und ich bin als Kind war ich öfters in Amsterdam im Rijksmuseum. Mhm. Und da waren mir diese Bilder schon damals aufgefallen. Die fand ich so toll. Ne? Mhm. Und bin auch viel Schlittschuh selber gelaufen als Kind. Oh. Ja, mein Schwager, mit dem habe ich damals so Geschäfte gemacht. Ihr Schwager, eine zentrale Figur in der ganzen Geschichte. Im Anfang mal eine Zeit. Ja. Ja. Warum? Ja, der war Schmuggler im belgischen Grenzgebiet für Kaffee und Zigaretten. Ne? Ja. Und der hatte aber auch so einen Sinn für Kunst. Und vor allem kannte er die ganzen Antiquitätenhändler in Belgien. Und der sprach auch Französisch gut. Ja, und dann ging das so ein bisschen los, ne? Über die Flohmärkte, Bilder. Und dann habe ich eben angefangen, die Bilder zu verändern. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, die sind oft so schlecht gemalt. Ne? Warum malst du sie nicht ganz selber? Ist doch einfacher. Ja. Ne? Und dann sind sie auch besser. So. Und naja, so ging es dann los. Ne? Aber das hat sich dann mit den Jahren auch weiterentwickelt und wieder verändert, bis ich irgendwann gesagt habe, ja, okay, jetzt male ich nur noch ganz bestimmte Bilder, die auch wirklich genau ins Werk passen, wo ich mich lange mit beschäftige, die mir richtig Spaß machen und die auch dann ein bisschen teurer werden.
Man muss ja auch leben. Ne? Ja. Und ja, also ich, wie gesagt, ich habe von den meisten nur ein oder zwei Bilder gemalt. Ja. Was war denn das erste Bild, von dem Sie sagen, das war die Initialzündung? Da habe ich angefangen. Welcher Künstler war es? Welches Bild war es? Ja, das waren eigentlich mehrere. Ne? Das erste, ich glaube, ein Hendrik Averkamp. Mhm. Ja. Also das ist ein niederländischer Maler, der hat um 1600 gemalt, in der kleinen Eiszeit. Genau, kleine ein stummer, Eiszeit. Ein stummer Maler. Ja, der hat mich sehr fasziniert. Immer. Ja. So. Das habe ich gemacht, auf Kupfer war das. Ja. Ein kleines Bild auf Kupfer. Mit richtig vielen Leuten. Wow. Können Sie mal anhand eines Bildes, also beispielsweise ein Max Ernst, ja, mal erzählen, welchen Weg dann diese Bilder genommen haben? Also Sie beschäftigen sich mit diesem Künstler, mit Max Ernst. Ja. Und überlegen sich, was hat der noch nicht gemalt oder wo fehlt da was? Was gilt als verschollen? Was könnte plötzlich wieder auftauchen? Ja, ich habe gerade eins gemalt, kürzlich. Das passt da. Das kann man gut erklären. Ja. Der hat zum Beispiel immer diese Waldbilder gemalt, so um 1925 rum. Ne? Da sind Wälder drauf, surrealistische Wälder. Und dann hat er eine kleine Serie gemalt von Figuren, die so aussehen, als wären sie im Wald gewesen. Mhm. Also ein bisschen hölzern und gnomenmäßig, ne? Unheimlich. Jetzt ist da der Wald und da sind die Figuren, die im Wald waren. So heißen die auch. Das Bild heißt Ils ont resté trop longs dans la forêt. So, ja, jetzt habe ich mir überlegt. Aber die müssen ja irgendwie aus dem Wald rausgekommen sein. Ne? Also habe ich ein schönes großes Bild gemalt, wie die aus dem Wald rauskommen, wie die sich also lösen aus dem Wald. Das passt genau dazwischen. Und der hätte das auch genauso gemalt, wenn er es gemalt hätte. Bestimmt so. Dummerweise hat das jetzt aber nicht gemalt. Nee, ich habe es gemalt. Und Sie haben dann für ihn, weil er es ja nicht gemalt hat und auch von dem Werk nichts weiß, haben Sie für ihn unterschrieben. Ja. Kann man das so sagen? Ja, aber das war natürlich nicht richtig, ist klar. Nee, ist klar, aber Sie haben dann diese Signatur Max Ernst drunter gesetzt. Ja, das habe ich dann eben immer gemacht, ja. Mhm. So, wie ging's dann weiter? Ja, und dann hat sich eigentlich meine Frau darum gekümmert, ab da. Frau Beltracchi, wie ging's dann weiter? Wie ging es dann weiter? Da war also dieses Bild plötzlich fertig von Max Ernst, der seinerseits aber gar nicht wusste, dass er das jemals gemalt hatte. Dankenswerterweise hat Ihr Mann unterschrieben für Max Ernst. Sie haben also dieses Bild in der Hand. Welchen Weg macht dieses Bild dann? Und wie sorgt man dafür, dass dieses Bild auch wirklich so aussieht, als wäre es in der Zeit von Max Ernst entstanden? Ja, das ist wieder sein Job. Ja, also. Ja. Darüber reden wir gleich. Aber erst mal Sie. Welchen Weg nimmt dieses Bild? Wenn es fertig ist und ist es dann ein Max Ernst und der soll dann auch als Max Ernst verkauft werden, dann muss das Bild natürlich eine Expertise haben. Das heißt, es muss auch ein Max Ernst sein. Es muss als Max Ernst bestätigt werden. Und dann schickt man erst mal Fotos zum Experten und fragt an, ob das wohl möglicherweise ein Werk von Max Ernst ist. Und wenn der Experte das schon vom Foto her in Ordnung findet, dann schaut er sich das meistens an. In dem Fall ist dann der Experte zu uns nach Hause gekommen, hat sich das Gemälde angeschaut und hat festgestellt, dass es ein Max Ernst ist. Aber darf ich das noch mal ganz kurz zusammenfassen? Ja. Also, Sie fälschen ein Bild und fragen dann einen Experten, ob es doch echt ist. Möglichst. Eigentlich immer den allerbesten. Es gibt immer nur einen Experten. Ja. In der Regel für jeden. Und den fragen Sie, ob es echt ist. Ja, den muss man fragen. Aber es ist ja gar nicht echt. Die wissen doch, dass Sie Fälscher sind, oder wissen die es nicht? Doch. Ja, mittlerweile schon. Ach so, mittlerweile. Aber der wusste das damals nicht. Sie steckt nicht mit dem Experten unter einer Decke. Nein, überhaupt nicht. Nein. Den Leuten ist nicht aufgefallen, dass sie einmal Max Ernst zu Hause haben, das nächste Mal rufen sie, haben einen Picasso und das nächste Mal... Nö. Nein, das ist ja anders. So einfach ist das so nicht. Einfach ist das nicht. Ich meine, jetzt entwickelt die Geschichte sich natürlich weiter. Es fing an, als ich meinen Mann kennenlernte, wusste ich natürlich auch erstmal nicht, was seine Tätigkeit, sein Metier ist. Ja. Ich habe einen Mann kennengelernt, der unheimlich kreativ war, den ich so empfunden habe, kreativ, witzig und auch schon mal über Grenzen gehend, habe mich total verliebt, ne? Ja.
Und die Franzosen sagen coup de foudre, das war einfach die große Liebe. Und mein Mann auch, glaube ich. Ja. Und dann hat er den Mut gehabt, mir sehr schnell zu sagen, was seine Arbeit ist. Mhm. Und dann war ich halt nun mal schon mal verliebt, das ging nicht mehr anders. Ja. Und dann wollte ich auch bei dem bleiben. Und dann in dem Moment war ich natürlich auch schon direkt Teil des Systems. Mitwisser. Und dann gab es halt die Entscheidung, bist du Mitwisser und willst du mitwissen oder nicht? Und dann wollte ich mitwissen und habe dann natürlich auch mitgemacht. Das ist ja so die Folge davon. So, jetzt sagt dieser Experte, das ist ein echter Max Ernst. Wo haben Sie den denn hier? So. Fragt er dann. Genau. Dann was sagen Sie dann? Dann habe ich gesagt, was sagt man dann? Was haben Familie? Erbschaft? Mein Großvater. Ihr Großvater? Mein Großvater. Und mein Großvater hieß Werner Jägers. Und die Geschichte war dann einfach, dass ich nach seinem Tod die Bilder geerbt habe, die so allmählich verkaufe. Und da muss ja so ein Gemälde noch eine Vorgeschichte haben. Das muss ja auch irgendwie mal zu dem Großvater gekommen sein. Eine sogenannte Provenienz. Das ist die Provenienz. Und mein Großvater, der ist in Krefeld geboren und hat in Köln gearbeitet, hatte da eine Immobilie. Da kam dann wieder eine Geschichte dazu, die passte, weil Alfred Flechtheim war ein jüdischer Sammler, ein sehr berühmter jüdischer Sammler, der auch Max Ernst in seiner Sammlung hatte. Und dann wurde eine Verknüpfung gemacht. Mein Großvater kannte Flechtheim und da hat er dann auch eine Sammlung aufgebaut. Und genau diese große Sammlung veräußere ich so mit und mit. Deshalb konnten da auch andere Bilder mit einfließen. So, das heißt, Ihr Großvater war ein berühmter Kunstsammler. Das war die Geschichte. Der aber nie war. Nee, er hat zwar auch selber gemalt, hatte auch ein paar Bilder, aber jetzt so eine gigantische Sammlung hat er nie besessen. Hat er nicht. So, und jetzt haben wir hier ein Foto, Frau Beltracchi. Und sagen Sie uns doch bitte einmal, was es mit diesem Foto auf sich hat. Wer soll das sein? Das ist meine Großmutter. Ihre Großmutter? Ja, also ich stelle meine Großmutter dar. Das heißt, in Wahrheit sind Sie es. Können wir das bitte noch mal sehen? Also, dieses Foto, wofür war dieses Foto wichtig? Bevor wir sehen, wie dieses Foto entstanden ist. Also, für die Bilder, grundsätzlich ist so ein Foto eigentlich natürlich auch ein Provenienznachweis. Ne? Ja, man sieht die Großmutter und dahinter hängen wie zufällig... sind dann einige Bilder von Max Ernst und ein Léger. Und die... Also nicht die Max Ernst, sondern die von ihrem Mann gemalten Max Ernst. Genau, von meinem Mann gemalte Gemälde. Und jetzt ist das halt so gewesen, mein Mann ist ja kreativer Mensch, der lässt sich ständig irgendwas Neues einfallen. Und irgendwann mal eines Tages kam er an und sagte mit, ich hätte jetzt mal wirklich Lust, so ein Foto zu machen. Ist doch eine tolle Idee, fand ich erst nicht. Aber nachher hat er die immer weiterentwickelt und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das mal. Und Sie haben sich dann als Großmutter sozusagen verkleidet. Wir haben hier ein paar Bilder. Es gibt eine wirklich tolle Dokumentation. Gemälde an die Wand gehängt. Das andere waren Fotokopien von schon einmal verkauften und wieder auch noch andere Originale. Und dann haben wir das alles wunderschön dekoriert. Vom Flohmarkt gab es dann Bluse und von der Oma die Bernkette und dann noch so... Skulptur von Lembrook. Und da war sogar, wenn ich mich richtig erinnere, noch eine Erstausgabe von Cervantes auf dem Tisch und eine Sammeltasse aus der Zeit. Also alles top, wie es genau in dem Jahr hätte sein müssen. So, und dann haben Sie dafür gesorgt, dass dieses Foto auch schön unscharf ist? Ja das dann mit auch einer alten Kamera gemacht. Mit einer alten Kamera, schön in schwarz-weiß. Genau. So eine leichte Unschärfe. So, wie man das damals, wie ein Amateur hätte seine... Und dann war für den Experten klar... Die Herkunft dieses Bildes. Ja, mein Mann hatte dann ein Labor noch unten in der Küche und hat dann das alles schön so abgezogen, wie das auch früher von Hand gemacht wurde. Hat es einem Experten geschickt und die haben sich das auch angeguckt. Es war sogar ein Experte für alte Fotos und der hat gesagt, ein tolles altes Foto. Ja. So, und... Wie ging es dann mit diesem Max Ernst weiter, nachdem der Experte jetzt erstmal die Echtheit bestätigt hat? Ja. Dann haben wir zweitens auch die Provenienz geklärt. Das ist die Großmutter Jägers, die da am Küchentisch sitzt und dahinter hängt der Max Ernst. Mhm. Wer hat dann geschätzt, was das Ding wert ist? Ich erstmal. Sie. Was haben Sie denn geschätzt? Das war der Wald, oder? Ja. Ja, 1,8 Millionen, glaube ich. Ja. Euro?
Euro, ja, ja, klar, Euro. Ja. Ich glaube, aber dann ist es doch, ist es, glaube ich, aber verkauft worden. Also jetzt noch von dem letzten Händler, der das übernommen hat, das Bild. Der hat, glaube ich, dann aber genommen. 7 Millionen Dollar. Sieben Millionen. 7 Millionen, dieses Ding ist Dollar. für 7 Millionen Dollar verkauft worden. Aber nicht von uns, sondern dann am Ende der Kette. Ne? Ja, der war ziemlich kurz, die Kette. Ja, ja, die Sie, haben 1, Sie haben 1,8 Euro bekommen? Ich glaube, wir haben 1,7 gekriegt. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr. Sie haben sich ein bisschen runterhandeln lassen. Gingen natürlich auch noch so ein paar Provisionen ab. Provisionen noch und so, ja. Ist das eigentlich ein, ich sag's jetzt mal ganz platt, ein Scheißgefühl, wenn man jemandem sagt, pass auf, das Ding kostet 1,8 Millionen, Sie wissen aber ganz genau, Sie haben das selber irgendwie zusammengeschustert, so wie es Ihnen... Gar nicht. Nee. Ich meine, das war... Oder waren Sie ernsthaft der Meinung, dass es so viel wert ist? War ein wunderschönes Bild natürlich. Ne? Ja, das verstehe ich. Aber Sie wussten ja, dass es nicht Max Ernst war, der es gemalt hatte. Naja, das ist natürlich klar. Aber ich wusste auch, dass es eigentlich normalerweise jetzt im Handel geblieben wäre bis ans Ende seiner Tage. Ne? Ja. Normalerweise. So, wer und alle Beteiligten waren ja auch daran interessiert, dass es echt ist. Das erzählt eben auch viel. Hier haben wir dieses Bild. Ne? Das ist das Bild, um das es geht. Ne? Ja, da sind zwei verschiedene. Ja. Ja. Das kleinere, ja. Das kleinere. Mhm. So, und da ist sogar eine Ausstellung damit beworben worden, richtig? Ja, mit dem Großen ist in Paris eine große Max-Ernst-Ausstellung geworden. Da war die ganze Stadt plakatiert. Also die ganze Stadt war plakatiert mit einem ihrer gefälschten Max-Ernst-Bilder. Ja, aber es gibt unheimlich viele Plakate und Ausstellungen mit meinen Bildern weltweit. Ja. Der Max-Ernst, den Sie für 1,7 Millionen verkaufen, wie ging es denn dann weiter, Helene? Wer hat das gekauft für 1,7 Millionen? In dem Fall war es, glaube ich, ein Galerist. Ne? Galerist aus Genf. Also meistens ist das natürlich so, diese Arbeit oder diese Verkaufstätigkeit, die ist ja jetzt nicht so unheimlich umfangreich. Ja. Wenn einmal die großen, wir hatten ja nur praktisch 10 Kunden. Und wenn einmal diese 10 Kunden im Haus waren und sich alles angeschaut haben, die großen Auktionshäuser, die lieben das ja natürlich, dann das Umfeld zu sehen, ist ja klar. Dann kommen die ins Haus, schauen sich alles an, was an den Wänden hängt und befinden dann, dass das vielleicht auch noch in der Zukunft ein einträgliches Geschäft ist, Kontakt zu halten. So, und dann braucht man die eigentlich nur noch anrufen und was anbieten. Ja. Und die waren nicht überrascht, dass ausgerechnet aus ihrem Haushalt immer wieder verschollen geglaubte Bilder, unbekannte Werke von Max Wenn Ernst. Wenn die expertisiert waren? Die waren immer Experten. Also Expertise für die Bilder. Ja. Und von sehr namhaften Experten, also von denen entsprechend. Haben Sie im Keller gemalt? Nein. Ja, ich habe auch mal in der Sauna gemalt. Aber ich hatte ein großes Atelier in Südfrankreich. Ne? Da haben Sie gemalt? Da habe ich gemalt, ja. Haben Sie eine Ahnung, oder können Sie uns sagen, Sie haben schon eine Ahnung, aber wie viel Geld haben Sie verdient mit dieser Art von Tätigkeit? Oh, viel, ja, viel. Also wir haben viel Geld auch ausgegeben, ne? Also waren schon viele Millionen. Und zum Glück haben wir es immer ausgegeben. Wer sind denn die Leidtragenden jetzt dieser Fälschungen sozusagen? Ja, das ist auch ein Thema, sehr schwierig. Es gibt also kaum Opfer. Das melden sich keine. Das melden sich auch fast keine. Das heißt, es sind noch Bilder von Ihnen im Umlauf? Ja, ja, sehr viele. Und die Leute haben möglicherweise oder die Besitzer, vielleicht auch glücklicherweise, keine Ahnung? Ich glaube, die wollen das auch gar nicht wissen. Ne? Sie haben knapp 300 Bilder gemalt, ne? Ja, so um die 300. Ja. Ja, vor Gericht haben Sie wie viele zugegeben? 14, ja. Ja, das ist ja halt, es ist ja so, in der Anklage wurden 14 Bilder angeklagt. Man kann ja nach dem deutschen Recht nicht Sachen veranklagen, die verjährt sind. Das geht ja gar nicht. Und der Richter kann ja auch nur über das entscheiden, was angeklagt was wird. Er da hat, ne? Sie so, sind 2006 dann aufgeflogen. Ja. Ein Bild mit dem Titel Rotes Bild mit Pferden, das dann den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat. Das ist dieses Bild hier, schauen Sie mal. Ja. Dieses Bild. Das angeblich stammte von wem? Heinrich Campendonk. Heinrich Campendonk. Zwar in Wahrheit natürlich ein Bild von Ihnen. Der schönste Campendonk, den es je gegeben hat. Ja, sagen haben Sie. Gesagt. Ja. Nein, haben sie alle gesagt. Haben alle gesagt? Ja, natürlich. Auch die Experten? Ja, jeder. Wie viel kostete der? 2,8 Millionen, glaube ich.
2,8 Millionen. Ja. Und ist auch in Köln? Ja, der ist in Köln verkauft. Versteigert worden. Deshalb sitzen wir ja hier in Köln, weil wir sind deswegen in Köln verurteilt worden. Mhm. Das Geschäft war ja eigentlich kein deutsches. Also wir haben in Deutschland, glaube ich, 10 Bilder verkauft oder so. Und war damals ein Riesenskandal. Warum ist dieses Bild dann aufgeflogen? Was ist da passiert? Ja, hatte ich einen faulen Tag wahrscheinlich. Ich hatte kein Weißpigment mehr, kein Zinkweiß. Was damals wurde benutzt, Zinkweiß oder Bleiweiß. Und ich hatte kein Zinkweiß und habe dann eine Fertigtube genommen von einer holländischen Firma, die so nach alten Rezepten arbeiten. Und das war ein Zinkweiß, da waren aber 2% Titanweiß drin. Das wusste ich aber nicht. Weil es nicht drauf stand. Stand nicht drauf, nee. Und diese 2% wurden dann bei der naturwissenschaftlichen Untersuchung gefunden. Und da das Bild von 1914 war und es zu der Zeit diese Sorte Titanweiß noch nicht gab, war klar, dass es nicht das war nicht aus der Zeit. Nicht aus der Zeit war. Das ist die Stonk-Geschichte, die gefälschten Hitler-Tagebücher zum Beispiel. Obwohl noch das erste Institut noch gesagt, das Dörner-Institut hat gesagt, ist wahrscheinlich doch aus den 50er Jahren. Der hat das später noch mal gemalt, das Thema. Es gab dann noch, glaube ich, insgesamt drei kunsthistorische Gutachten. Ja, alle positiv. Haben alle gesagt, ist ein Kampenbaum, trotz der Analyse. Wann haben Sie dann gestanden, gesagt, dass... Ja, als es nicht mehr ging. Ne? Also, nein, nicht, weil man hätte mir niemals das beweisen können, dass ich die Bilder gemalt habe. Das war nicht das Thema. Das Thema war, meiner Frau, wir waren sehr lange in U-Haft, also 14 Monate. Eigentlich wollten wir es ja schon viel früher aufklären. Ja, aber jetzt, das Thema war ja dann eben, meine Frau konnte das nicht mehr überstehen, diese U-Haft. Das war einfach schrecklich. Ne? Und da haben wir gesagt, okay, der Prozess hätte sonst wahrscheinlich 1,5 oder 2 Jahre gedauert. Und sagt, okay, wir geben das jetzt zu, dann können die den Prozess ganz schnell beenden, ne, und wir kommen raus. Ja, und dann haben wir das eben gemacht. Mhm. Wir hatten sowieso vor, uns zu stellen. Wir sind also nach Deutschland gekommen, aus Frankreich, haben vorher schon mit der Polizei telefoniert auch, haben gesagt, wir kommen und wollen mit der Staatsanwaltschaft reden. Wir wussten, es geht nicht mehr. Aber dann haben die gar nicht reagiert darauf, sondern haben uns verhaftet. Mhm. Ne? Haben Sie dann mit einem Großeinsatz auch vor den Augen Ihrer Kinder irgendwo an der Grenze dann aus dem Auto rausgeholt? In Freiburg war das. Ich meine, das klingt alles so humorig, wenn Sie das so erzählen. Aber war nicht lustig. Ja. Das nicht, aber das andere auch nicht. Also, ja, der Rest aber schon. Denn der Rest war... Also unser Leben war schon lustig. Ihr Leben ist ein Panoptikum. Man muss ja sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir verhaftet waren, waren wir 18 Jahre verheiratet. Ne? Ja. Wir haben 18 wirklich tolle Jahre gehabt. Mhm. Ne? Würden Sie trotzdem sagen, um die Frage jetzt zu beantworten, die eingangs gestellt wurde, sind Sie ein Genie oder sind Sie ein Betrüger? Ich bin auf jeden Fall auch ein großer Betrüger. Also zu Recht verurteilt worden? Ja, natürlich. Ja. Auch in der Höhe? Das ist an sich Sache des Gerichts. Das ist der Richter, der das entscheidet. Ne? Da müssen wir mit leben. Da müssen wir mit leben. Bereuen Sie das, dass Sie das gemacht haben? Ja, natürlich. Aber die Bilder bereue ich nicht. Nö. Das kann ich. Die Bilder haben wir. Haben Sie mal einen Geschädigten kennengelernt, einen, der mal für 7 Millionen oder anderes gekauft hat? Also persönlich nie. Wir haben niemals privat ein Bild verkauft. Es waren ja immer nur die großen Händler oder die großen Auktionshäuser. Aber während der Verhandlungen zum Beispiel, im Prozess oder so? Oh nein, keiner. Wäre auch keiner gekommen. Wir haben ja im Rahmen des Insolvenzverfahrens alle Käufer angegeben, die sind dann angeschrieben worden und die sollten sich dann zurückmelden, beziehungsweise die wissen ja dann auch, an wen sie weiterverkauft haben. Und es ist kaum eine Rückmeldung gekommen. Mhm. Es ist auch so, auch die Museen hätten ja die Gelegenheit gehabt, auch zu sagen, wir haben den Verdacht, dass wir das oder das haben und hätten sich aber uns melden können. Es ist publik, jeder weiß es. Es kommt aber eigentlich so gut wie niemand. Mhm. Mhm. Wir hatten doch jetzt in Bremen, sind wir tatsächlich mal eingeladen worden vom Direktor der Ausstellungshalle in Bremen. Der hat uns dann eingeladen, bei ihm mal nachzuschauen. Es ist aber nichts von den Wänden also gefallen. Also in Bremen ist alles in Ordnung. Ist alles hängen geblieben. Ja, okay.
Also eine, die Kunsthalle Bremen, ja. Das eine packende Geschichte. Und man schwankt so zwischen Faszination und auch einer Bewunderung. Aber man muss natürlich sagen, man darf sowas nicht tun. Nicht machen, so. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch. Es war mein Beruf, mein Leben lang. Ne? Mhm. Ich, fast 40 Jahre habe ich das gemacht. Und man gewöhnt sich dann dran. Man wird immer normaler. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn einmal die Grenze überschritten ist, dann macht man das. Ich fände es trotzdem großartig, wenn Sie Ihr zweifellos vorhandenes Genie, Malgenie, einfach einsetzen würden, um vielleicht tatsächlich noch ein bedeutender Künstler der Gegenwart zu werden. Ich mal ja jetzt weiter. So. Du machst auch tolles. Und ich mache auch Skulpturen. Ich habe auch mich mit Film beschäftigt, mit Schreiben. Schreiben Sie einfach nicht Max Ernst runter, dann ist alles in Ordnung. Nee, habe ich auch jetzt nicht. Mache ich nicht mehr. Also das war ja noch, ich meine, wenn man das einmal erlebt hat mit dem Gefängnis, dann ist klar, dann das ist, ich glaube auch, also Gefängnis ist eine Erfahrung, die muss man wirklich nicht haben. Es ist eine ganz schlimme, sehr schwere Sache. Und wir sind da jetzt durchgegangen. Ich will da nicht sagen, dass ich diese Erfahrung wirklich brauche. Ich würde die auch nie wieder machen wollen. Aber sie war sehr wichtig. Und es ist auch eine Erfahrung, die uns auch beide sehr verändert hat und auch sehr weitergebracht hat. Und das offenbar auch, und das war schön heute zu sehen, auch irgendwie zusammengeschweißt hat. Ja, waren wir vorher genauso. Das ist doch schön, wenn man das von sich sagen kann. Also, dann bedanke ich mich sehr. Helene und auch Wolfgang Beltracchi. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Susi Erdmann, die wir hoffentlich bald mal wiedersehen zum Thema Olympia und alles, was da so ansteht. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Monika Ivankan. Vielen Dank, Monika. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Bascha Mika, der wir alles Gute wünschen für ihr Buch. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Hans Siegel. Hans, viel Erfolg weiterhin. Muss ich dir nicht wünschen, läuft auch so. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Und am nächsten Dienstag sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, danke. Was ich glaube, aber was bei allem spaßigen Diskutieren über Schönheits-OPs bei Männern und Frauen und Kosmetik und her, es geht, glaube ich, darum, unsere Gesellschaft hat auch durch großen Schub der Industrie eine Perfektionismus schreibt es vor. Ja, das finde ich auch. Und jeder, der aus dieser Form fällt, wird kritisiert, wird beliefert mit allem Möglichen, hin zur OP, was wir also alles gesprochen haben. Und ich denke, dieses Bild des perfekten Menschen, der in den 60ern angefangen hat mit der Barbie-Figur und jetzt wieder die neuen, also Inbegriff eines tollen Mannes ist ja George Clooney. Ich meine, ich finde den Typen super. Ja, so, aber es gibt. Nein, aber es hat sich. Ja, Markus Lanz hier in Deutschland. Und ach, hör auf. So, aber es geht um ein perfektes Bild. Ja. Und jeder, der davon abweicht. Zeig dir mal ein perfektes Bild. Hans, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Schau mal, diesen Mann habe ich hier für dich. Schau dir den mal an. Pass auf. Das ist ein wirklich gut aussehender, cooler Mann. Das ist der Mann, der hier in der Runde sitzt. Das ist Herr Beltracchi. Ja, stimmt. 1971 war das. 71, ja. Und ein Mann, der gerade vorhin sagte... Da kann man den Schrecken des Alterns sehen. Der gerade sagte, ich habe Probleme mit Älterwerden. Ja, warum? Nicht wirklich Probleme, aber ich habe mir auch schon mal die Augenlider liften lassen vor 5, 6, 7 Jahren oder so. Du sahst ja auch nichts mehr. Ich konnte nichts mehr sehen, mir hingen die so ein bisschen runter. Und für Maler ist das schlecht, wenn er nichts mehr sieht. Ja. Und das ist schon ein Problem, wenn man dann so morgens in den Spiegel guckt, ne? Und sagt, seine Falten sieht, ne? Schon so spät. Aber hier die Maske ist ja gruselig. Dieses Licht. Ne? Wenn Sie dieses Foto sehen. Ich erkenne mich da gar nicht auf dem Foto. Und ist man dann traurig oder was ist das für ein Gefühl? Nein, ich denke dann an die Zeit zurück. Das war toll. Das war super. Ihre große Zeit. Ich hatte immer eine große Zeit. Aber es ist eigentlich auch verrückt, weil dieses Bild ist eigentlich auch das Bild seines Sohnes. Der sieht nämlich ganz genauso aus heute. Ja, nur aber halt mit kurzen Haaren. Nur moderner Haarschnitt, aber das ist eigentlich... Aber nochmal zurück zu Bascha Mika. Ich letzte Woche hier eine sehr schöne Begegnung, würde ich das jetzt mal nennen, mit Christine Westermann gehabt. Mhm. Es war ein wirklich schönes Gespräch über das Älterwerden. Und sie sagte, da gibt es auch so eine wirklich... sozusagen quantifizierbare Größe, 65, dann bist du alt. Würden Sie das auch so sehen, dass es irgendwann wirklich ganz konkret den Punkt gibt, so ab jetzt geht es nur noch bergab? Ich habe eigentlich sehr viel mehr Probleme damit, zumindest wenn ich sozusagen auf die Frauen schaue und wie sie das empfinden. Denn eigentlich ist doch unser Älterwerden ein Prozess, der beginnt mit der Geburt, um es mal
ganz platt zu sagen. Mhm. Es ist inzwischen tatsächlich so, dass schon 20-Jährige, 25-Jährige Panik kriegen, weil sie das Gefühl haben, sie kommen an einen Punkt, wo es, wo sie sozusagen nicht mehr als jugendlich gelten. Mhm. Und die, die richtig große Panik setzt dann bei, bei vielen schon mit 30 ein. Das heißt, also dieses Gefühl, mir wird etwas genommen, vor allen Dingen bei Frauen, mhm. indem ich älter werde. Und jedes Jahr zusätzlich ist irgendwie ein Minuszeichen. Der setzt bei Frauen sehr, viel, sehr mhm. früh ein. Und dann ist dann natürlich noch mal so ein Punkt so um die 40, auch noch mal um die 50, wo Frauen sich teilweise überhaupt nicht mehr trauen oder keine Lust mehr haben, ihren Geburtstag zu feiern. Und dann nur noch diesen Einsatz dazu. Und dann ist, glaube ich, sind die Wechseljahre noch mal so ein Kristallisationspunkt, weil an diesem Punkt, wenn Frauen nicht mehr fruchtbar sind, nicht mehr gebärfähig sind, dann wird sozusagen die Liste der, der negativen Urteile darüber, die wird dann sozusagen vollständig gemacht. Und ab da haben Frauen wirklich das Gefühl, dass sie, spätestens ab da, dass sie gesellschaftlich nicht mehr richtig als Frauen wahrgenommen werden, dass sie dann auch oft erzählen, ich werde unsichtbar im öffentlichen Raum. Ich bin irgendwo draußen in der Welt, aber ich werde nicht richtig angeguckt und man beachtet mich nicht. Mhm. Und das hat man ist als Mann auch. Hat man als Mann auch, sagt Herr Beltracchi. Genau dasselbe hat man als Mann auch. Na. Doch, doch, mir ist das aufgefallen früher. Da haben die Mädels sich öfters nach mir umgedreht. Und heute auch nicht mehr. Ich würde gerne mal Susi Erdmann, fragen, ist das etwas, das Sie auch so an sich feststellen? Also ich meine, darf man sagen, ne? 45, glaube ich, oder? Na, ich bin letzte Woche 46 geworden. Ist jung, ne? Genau, es liegt alles letzten Endes im Auge. Naja, für mich schon auch so ein bisschen. Jetzt geht es auf die 50 zu, also das war schon ein komisches Gefühl. Gut, als Sportler ist es ja so, man hat ja immer, also bei mir ist es jetzt nicht so das Aussehen, sondern eher so, wie verändert sich der Körper, wie leistungsfähig bist du. Und das hat so mit Anfang, Mitte 30 eingesetzt, wo du einfach gemerkt hast, du kannst nicht mehr so wie die Jungen. Also das ist einfach so. Und ich habe ja bis knapp 40 Leistungssport gemacht und ich habe da einfach gespürt, jetzt geht's wirklich, der Körper baut ab. Also auch körperlich, das ist einfach so. Gut, aber auf dem Niveau ist klar. Ne? Also, ja, aber es gilt ja für Männer genauso. Du lässt einfach mit der Leistung nach. Und dann, als ich 40 geworden bin, war auch so ein Knackpunkt in meinem Leben. Da habe ich gesagt, so 40, na, eigentlich fühlst du dich noch ganz gut. Und, aber man denkt schon drüber nach. Ne? Wie ist das jetzt? Man guckt genauer in den Spiegel, man beobachtet sich. Genau. Und jetzt mit 46 sowieso noch mal. Ne? Da geht es jetzt auf die 50 zu, dann verändert sich der Körper. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber ich glaube wirklich, dass das etwas ist, das Männer auch so erleben. Ja, genau. Dass du irgendwann mal da stehst und die Aber ich würde da wirklich gerne noch mal widersprechen, weil ich glaube, das will ich Ihnen überhaupt nicht abstreiten, dass Sie auch in Depressionen stürzen wegen Ihres Älterwerdens. Aber ich glaube trotzdem, dass sozusagen von den gesellschaftlichen Bildern kommt es bei Männern einfach nicht in der Schärfe an. Aber ich finde das gut, dass Sie da offenbar einen Nerv getroffen haben, Frau Mika, mit der Thematik. Immer wieder kommt dieses Thema, aber das ist schonungslos und ehrlich, so wie Sie das beschreiben. Das finde ich gut. Und wenn wir dann uns irgendwann noch mal darauf einigen, dass dieser Stuss von die 50 ist die neue 60 und all so ein Quatsch, wenn das dann irgendwann auch noch mal aufhört, dann wäre ich Ihnen ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar. Das könnte das nächste Buch werden. Und dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Susi Erdmann ist bei uns, die fünfmal bei Olympischen Spielen war, zuletzt 2006. Die auch ein paar schöne Medaillen hier direkt daneben liegen hat. Und weil Olympische Spiele gerade vor der Tür stehen, würde ich Sie gerne fragen, Sie sind 2002 in Salt Lake City, sind Sie das erste Mal angetreten in einer absoluten Männerdomäne, da ist wieder dieses Thema, nämlich beim Bobfahren. Das war vorher, gab es das nicht, Frauenbobfahren? Also das gab es schon, aber natürlich mehr so im Amateurbereich und Damenbobsport ist 1998 olympisch geworden. Also wie wird man denn da aufgenommen bei diesen doch sehr gut bepackten Jungs, die da in der Umkleidekabine vor sich hin
Also wir hatten schon, ich bin 1999 dann umgestiegen und sagen wir so, die ersten Jahre waren schon nicht leicht. Also die Männer haben uns schon belächelt, also es war auch in den Medien teilweise nachzulesen, standen immer sensationslustig an der Bobbahn oder an der Bahn, um zu sehen, ob wir überhaupt fahren können. Sie standen am Start, ob wir überhaupt die schweren Geräte tragen können. Also das war wirklich auch mit Argwohn beobachtet. Aber sie fuhren natürlich nicht gegen Männer, ne, sondern Frauen. Genau, aber natürlich war man das nicht gewohnt. Beim Rodeln ist es so, dass die Damen weiter unten anfangen. Und beim Bobfahren, die starten tiefer, ne? Genau, 5 Kurven weiter tiefer. Und beim Bobfahren ist es wirklich auch von oben. Also das ist schon tough, ne? Und ja, sagen wir so, wir haben uns die ersten 2 Jahre schon durchsetzen müssen und haben mit Leistung überzeugen müssen. Aber wenn man in diese Männerdomäne da eintaucht, in dieses Bobfahren und dann jemand wie Sie, der den Bob ja auch gelenkt hat, genau. Das heißt die Pilotin ist, genau. Und die entscheidende Frau, die dann diese Riemen da zieht, ja. Wie viel Überwindung kostet einen das, da mit 120 und mit auch noch Passagieren an Bord in diese Kurven reinzukacheln? Also wir sind ja teilweise schneller, 140, 150 mittlerweile, also Spitzengeschwindigkeiten, also in Vancouver über 150. Ja, ich meine, ich bin im Eiskanal groß geworden. Also ich war zum Glück eine derjenigen mit der Sandra Kiriasis, die vom Rodeln zum Bobfahren umgestiegen sind. Und dadurch hatten wir natürlich das Gespür für die Geschwindigkeit, für die Fliehkräfte und für die Bahnen auch. Und wir haben uns da relativ leicht getan. Aber Fakt ist, ich liebe Geschwindigkeit. Das ist ja auch Rennsport, das ist mein Leben, das ist in meinem Blut. Und ja, man hat Verantwortung, klar, man ist nicht mehr alleine, so wie beim Rodeln, aber ja, mir hat es Spaß gemacht. Morgen geht es ja los in Sotschi. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie das? Auch die Entwicklung von Olympischen Spielen, höre immer nur Superlative, die teuersten Spiele aller Zeiten, ist so eine Milliardenmanie, die da plötzlich so um sich greift. Also das ist ein Thema, worüber ich wirklich auch stundenlang reden könnte, weil ich war ja auch Botschafterin für 2018 in München und habe dieses ganze Bewerbungsverfahren mit durchlaufen, war auch in Durban bei der Entscheidung dabei. Und wie gesagt, ich habe 5 Olympische Spiele mitgemacht und ich habe wirklich erlebt, wie sich das entwickelt hat. Wie sich das entwickelt hat, vor allem wie das entschieden wird. Und da geht es mittlerweile wirklich nur noch um Geld. Und das ist etwas, was mich sehr traurig stimmt, weil gerade durch München, wir hatten ein fantastisches Konzept, nachhaltig, ökologisch. Und das ist das, was ich immer wieder gesagt habe, vorhandene Stätten auch zu nutzen und nicht diese gigantischen Sportstätten zu bauen, die man sozusagen auch im Nachhinein gar nicht mehr so nutzt. Und das ist etwas, was einen ein bisschen traurig stimmt. Und, wann ist das gekippt? Können Sie das sagen? Wann, weil Sie 5 Spiele ja überblicken können. Wo war es noch kuschelig und gemütlich? Die besten Spiele waren für mich absolut Lillehammer. Nachhaltig, waren traditionell, waren sehr bodenständig, so wie der Wintersport eigentlich auch ist. Ja, das ist ja was Bodenständiges und so sind wir auch eigentlich alle. Und das waren einfach wirklich die tollsten Spiele. Und ob Albert Will, ob Nagano, wo kein Mensch mehr hinfährt. Nagano wurde meines Erachtens auch nur vergeben, weil der Schnellzug von Tokio nach Nagano gebaut werden sollte, um dieses Gebiet zu erschließen. Genauso ist es auch mit Turin. Turin gehört, glaube ich, irgendeinem Fiat, Erben, keine Ahnung. Davon ist auszugehen, Man wollte das halt erschließen. Und es war trotzdem alles so zerrissen und für mich hat es wieder bewiesen, München oder auch damals Salzburg hatten ein super Konzept. Die wollten das ja schon mal zusammen machen. Salzburg, Berchtesgaden, Kitzbühel, auch eine Olympiade, hatten sich beworben. Auch wegen Nachhaltigkeit, aber ist halt gnadenlos untergegangen. Es spielen halt, Sport ist ein Wirtschaftsfaktor geworden. Da wird viel Geld verdient und das ist leider so. Wir werden diese Diskussion mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen noch mal haben. Und ganz zum Schluss, weil es so schön war, ich würde gerne einmal noch mal diese Bilder sehen. Klapperkiste. So. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit dann noch mal ausführlicher über genau diese Geschichte unterhalten könnten. Wir kommen direkt zu anderen Festspielen, die regelmäßig im Moment am Wilden Kaiser stattfinden, nämlich die Bergdoktor-Festspiele, Hans. Wollen wir einmal ganz kurz reinschauen, weil es hat ja angeblich keiner gesehen. Ja, es hat keiner gesehen. Ne? Keiner hat es gesehen. Und alle waren da. Alle? Ja. Nervt dich das eigentlich, dass, dass die Leute nur hinter vorgehaltener Hand zugeben und sagen, ja, also ich gucke schon, aber darf keiner wissen? Es gab schon Zeiten, wo ich gedacht habe, sagt doch einfach, dass ihr das geguckt habt und es ist gut. Und mittlerweile finde ich es sehr, sehr amüsant eigentlich. Und natürlich jetzt kann man es nicht mehr, die Quote spricht dafür. Und was viel schöner ist, ist nämlich, dass tatsächlich viele Leute auf mich zukommen und sagen,
ich habe es jetzt mal geguckt, ab jetzt schaue ich es immer. Und dann sage ich, das ist schön. Und das, also wir haben jetzt mehr Publikum generiert und das ist einfach schön. Sehr, also ja. Wir schauen mal ganz kurz rein, exklusiv in die Folge, letzte Folge vorerst, die nächste Woche. Ja, so ist es. Da gibt es keine Tabus. Ja, harter Stoff. Hat nichts mit der Schnulze zu tun, die da so aus Ludwig Ganghofer-Romanen und so weiter. Die mitunter auch schön war, aber das hat sich natürlich sehr verändert. Und es also hat sich von damals, als diese Serie angefangen hat und dieser Titel, diese Marke benutzt wurde, hat sich viel verändert. Und in der Zeit, also seit wir es jetzt machen, seit 2007, hat sich natürlich auch einiges verändert. Läuft das auch in anderen Ländern? Das läuft in anderen Ländern, also im Internet sowieso, worldwide. Und es ist verkauft. Ich glaube, es läuft in Tschechien, in Polen, in anderen skandinavischen Ländern noch. Und Italien soll jetzt auch dazukommen, Frankreich soll dazukommen. Und das heißt dann Le Docteur de... Le Montagne, ich im Französisch weiß ich nicht, aber es gibt einen Titel, in Italien soll es, oder gab es eben schon mal, dass es heißt Dottore su Nuvole, das habe ich dir mal schon mal gesagt. Der Arzt über den Wolken. Über den Wolken. So. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen irreführend, weil es etwas suggeriert, womit wir wieder beim Image wären und bei der ganzen Kiste, was wir aber dann nicht einlösen. Das ist aber ganz schön, dass wir diesen Bruch letztendlich haben. Und das heißt, du wirst dann auch synchronisiert, oder? Das hoffe ich. Ja. Oder was ist das mit Untertitel? Was man immer wieder hört, in Polen scheinbar, ist es wohl so, dass deutsche Serien gezeigt werden mit einer Synchronstimme für alle. Also einer spricht quasi, man hört dann auch die Originalstimmen, einer spricht dann halt ein bisschen drüber, aber der spricht dann alles. Ich habe es nicht selber gehört. Also aber ist deutlich günstiger. Ist deutlich günstiger, ihr seid ja klar. Schöne Geschichte. So. Und ist es wahr, Hans, dass es mittlerweile von dir sogar eine eigene Briefmarke gibt? Ja. Also der Tourismusverband in Elmau hat die Idee gehabt, dass wir diese... Da ist sie ja, schau. Das ist schön. Die haben wir noch nicht gesehen. Nee, ist nicht wahr. Die ist kopiergeschützt. Das ist lieber, die kannst du nicht fälschen. Das ist lieber Und das war eine schöne Idee, damit wir das ein bisschen nach draußen bringen, dass wir das nach draußen tragen. Und die ist tatsächlich gültig und die kostet ein bisschen mehr und das geht dann einem guten Zweck zu. Ja. Das heißt, man kann dich kaufen und dann auch einfach abschlecken? Sozusagen. Das kannst du machen, mehrfach sogar, aber ich klebe dann wahnsinnig. Ich bin dann wahnsinnig klebrig. Ja. Aber ist das Bild noch voran zu. Ja, ist aber, deswegen frage ich nochmal danach, das ist für eine gute Sache. Ne? Das für eine Stiftung, für die Björn-Schulz-Stiftung, wo es unter anderem um das Thema Blutkrebs geht und ähnliches. Kannst du überhaupt operieren, irgendwas medizinisch? Brauchst du was? Bist du gerade durch? Noch nicht, aber für den Fall, dass irgendwie... Bin ich dabei. Ich kann natürlich nichts operieren, ist klar. Aber hast du das mal irgendwo gelernt? Dr. Bibber habe ich gemacht. Das war meine Vorbereitung. Kennst du das Spiel Dr. Bibber? Kennt das noch jemand? Dr. Bibber? Nee. Das ist so ein Spiel, das ist so ein Kinderspiel, wo ein Mensch drauf liegt mit so kleinen Öffnungen. Und das ist mit Batterie. Und wenn man da mit der Pinzette drankommt, und dann weiß man, war nicht geschickt, dann liegen so kleine knöchelige Lagen drin. Und das habe ich genommen, mit meinem Sohn gespielt, damit ich diese Handbewegung lernen muss. Nein, Scherz. Ich habe gelernt vom medizinischen Berater, habe einen Schweinebauch zugenäht, aber wir machen... Schweinebäuche kannst du nehmen? Kann ich nehmen. Wird häufig hergenommen, auch bei Tatort und anderen relevanten Fernsehserien. In Deutschland werden darunter natürlich andere Häute gelegt quasi. Weißt du, was ich meine? Ja, ich ahne das. Ich will das, glaube ich, gar nicht so genau wissen. Und das haben wir kurz mal gemacht, aber wir zeigen es jetzt ja nicht mehr so wirklich. Ja. Du warst auch mal Zivildienstleistender, Pfleger in einer Klinik, ne? Ja. Ist da was hängen geblieben? Da ist eine Menge hängen geblieben. Das war wirklich eines meiner prägendsten Jahre, würde ich sagen. Damals engagiert im Landestheater in Tirol, hatte einen Dreijahresvertrag unterschrieben und ich war aufgeschoben quasi als Zivildiener und ich wusste nicht, wann der Ruf kommt, wann der Brief kommt sozusagen. Und hat nicht damit gerne, dass der in Bälde kommt. Eines Morgens vor der Probe klingelt das Telefon und eine Dame von der Zivildienststelle ruft mich an und sagt, na Herr Siegel, jetzt ist es soweit, mein Name ist Meisenkaiser aus Wien, wir brauchen einen neuen Zivildiener, haben Sie Zeit? Dann sage ich, ich verstehe Sie, wer verarscht mich jetzt? Und dann haben die aber einen Mangel an Zivildienern gehabt, in diesem Jahr, 96 war das, und haben dann Leute, die auf der Liste standen, schnell mal per Telefon kontaktiert, und ob man nicht Zeit hätte. Und das war im März, glaube ich, und
Dann sage ich, aber ich bin da im Vertrag, ich habe da einen Arbeitsvertrag am Theater und das geht jetzt ja nicht. Na, da gehen Sie und fragen Sie noch, ob Sie so frei waren. Also wir brauchen Sie ab Mai, Juni sowas. Und dann bin ich an dem Tag zu meinem Oberspieler, ich habe dann absoluten Anruf gekriegt, ich soll jetzt da anfangen. Und dann hat der kurz geschaltet und gesagt, okay, dann machen wir so, ein Stück spielst du dann nicht und dann bist ein Jahr weg und dann kommst du wieder. Und dann bin ich voll der Inbrunst des jungen Theaterspielers, des Novizen da am Landestheater in Tirol, da rausgegangen und kam mit der ganzen Hybris eines jungen Schauspielers ins reale Leben hinein. Und habe mir vorgenommen, ich gehe jetzt ein Jahr lang nicht ins Theater, sondern widme mich dieser Aufgabe. Und komme mit maximalem Idealismus dahin. Und dann wurde ich in die sterile Abteilung versetzt und habe den Kollegen geholfen, Tupfer zu zählen und einzupacken. Was ich eine unglaublich vertrauensvolle Aufgabe fand damals. Ja. Aber aufregend auch. Ja, du wirst lachen, das ist wirklich eine ganz heiße Abteilung. Also die sterile Abteilung, dass alles, was in einem Krankenhaus bereit sein muss und steril sein muss, wird da fabriziert und hergestellt, verschweißt, sterilisiert und wieder rausgeschickt. Das ist, also wenn da was schief geht, dann haben ganz viele Patienten schlechte Karten. Aber da war ich dann eingeteilt, logischerweise. Und habe mich dann aber im Klinikvorstand gemeldet, in einem Anflug von persönlichem Größenwahn, dass ein Zivildienstleister im Klinikvorstand klingt und sagt, grüße, ich würde gerne einen anderen posten. Mir ist da Fahrt. Und dann hat man mich an den Patienten gelassen, weil das war eigentlich mein Anspruch, dass ich für die Patienten mit den Patienten arbeiten kann. Und was hast du dann gemacht mit denen? Und dann war ich Pfleger. Pflegehelfer an der internen medizinischen Station 4, Oberschwester Rosi, wurde ich zugeteilt. Oberschwester Rosi war deine Vorgesetzte? War meine Vorgesetzte. Und das sah dann so aus, am Anfang bin ich zu die Zimmer gegangen, habe so guten Morgen getan, was darf sein, und bin dann einkaufen gegangen, habe die neue Post geholt und Orangen und so weiter. Und dann durfte ich immer mehr Aufgaben erledigen, und dann Transportaufgaben mit Sauerstoff, teilweise Patientinnen durch die Dungeons des Krankenhauses zu Herzkatheteroperationen und so weiter, auch alleine schon mal fahren. Und auch persönliche Pflege, also Fußnägel schneiden, hygienische Aufgaben übernehmen. Und das war. Oh, das führt dann doch schon sozusagen wirklich ans reale Leben. An das reale Klinikleben, das war mir sehr wichtig. Ja, und tatsächlich kam es an den Punkt, dass eine mir sehr lieb gewordene Patientin dann verstarb. Und ich an dem Punkt kurz mal bei allem Spaß, den ich da auch hatte, an den Punkt kam, worum es im Leben geht. Und das ist natürlich das untrügliche Zeichen, dass es darum geht. Und dann war nicht vorgesehen, dass man als Zivildiener diesen Totentransport auch macht. Und habe dann meinen Pflegerchef gebeten, dass ich das mit ihm machen darf. Und er meinte, das musst du aber nicht. Und sage ich, ich würde das aber gern machen. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Ich habe danach meinen Piepser abgegeben. Die brauche jetzt mal kurz 2 Stunden für mich, um das zu verarbeiten. Und dann was heißt Totentransport? Du hast die alte Dame? Eine Dame ist verstorben, die ist dann auf der Station und wird dann in den Keller gebracht, wo man verstorbene Menschen gut zwischenlagert, kurz mal. Und das fuhr mir schon ziemlich rein. Ins Mark. So, und auf dem Nachhauseweg kam ich am Theater vorbei, das werde ich nicht vergessen, und dachte mir, jetzt gehe ich mal rein zu den Kollegen und werde mal erzählen, was das Leben ist. Und dann kamen sie runter von der Probebühne und sagten, du kannst mir, wenn du mal so lächelst, weißt du, dieses am zweiten Akt, Anfang, zweite Szene, so ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich bin da noch nicht ganz in der Emotion drin. Und dann habe ich dem erzählt, was die Emotion so war damals. War sehr eindrücklich. Und deswegen sage ich, das war so ein sehr prägendes Jahr. Schöne Geschichte. Hans, auf jeden Fall geht es jetzt weiter für dich. Ja. Wir freuen uns darüber. Schön. Und die letzte Frage, die ich dir stellen wollte, sammelst du Kunst? Ich sammle Kunst nicht wirklich. Ich erfreue mich sehr an Kunst. Ja? Ich erfreue mich sehr an Kunst, aber ums Kunstsammeln bin ich noch nicht gekommen. Ah, ja. Also, wer sammelt hier in der Runde Kunst? Frau Mika, Sie? Monika? Ich liebe Kunst, aber... Das halte ich mir dann fürs Alter vor. Wenn ich dann nicht mehr rausgehe, dann sammle ich auch dann Kunst. So. Sammelt Susi Erdmann Kunst? Alte Bücher. Alte Bücher, haben Sie? Alte Bücher. Oh, wenn er sagt schön, muss man schon vorsichtig sein. Muss man direkt hellhörig werden. So, Wolfgang und Helene Beltracchi sind bei uns. Und was sich dahinter verbirgt, ist eine Lebensgeschichte, die einmalig ist. Und zwar sowohl im positiven wie auch im negativen Sinn. Wir schauen uns mal ganz kurz an, wie das alles begonnen hat. Ja, herzlich willkommen nochmal bei uns in der Runde. Und die erste Frage... Zunächst mal an Sie. Wie kommt es, dass wir uns heute hier gegenüber sitzen, dass wir dieses Gespräch überhaupt führen können? Denn nach meiner Rechenkunst müssten Sie eigentlich in Haft sein.
Ja, meine Frau ist inzwischen frei, seit Februar letzten Jahres. Und ich bin im offenen Vollzug. Heißt, ich kann über Tag arbeiten gehen. Und ich hab jetzt frei bekommen hier für die Aufzeichnung, nette Show hier. Weil das ist für mich Arbeit. Also das wird als Arbeit berechnet. Und ich darf dann hier übernachten im Hotel, was auch mal sehr schön ist. Ne? Weil morgen Abend muss ich wieder in meinen kleinen... Tolle Frauen heute bei uns zu Gast. Bascha Mika wird hier sein, Susi Erdmann, Monika Ivankan, außerdem der Bergdoktor, der geradezu unheimlichen Erfolg hat im Moment. Und wir freuen uns auf Helene und Wolfgang Beltracchi. All das heute unsere Gäste. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, eine höchst interessante Sendung zu werden verspricht. Schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend auch Ihnen zu Hause. Ja, eigentlich dachten wir ja, Bergdoktoren aller Art hätten sich vor Jahren irgendwann mal ins Nirvana gejodelt. Und selbst er hat mal in einem Interview gesagt, es ist seltsam, keiner traut sich zuzugeben, dass er den Bergdoktor guckt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich drehe Pornos. Dabei schauen ihm mittlerweile bis zu 7 Millionen bei der Arbeit zu. Und die große Frage ist, wer ist also dieser Mann, der als 14-Jähriger, ich zitiere jetzt mal, ein Moppel mit abstehenden Ohren war, der mal als Verkäufer in einem Bettenstudio gearbeitet hat und der es schafft, ohne Lederhose durch den wilden Kaiser zu kommen. Herzlich willkommen, Hans Siegel. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr. Ja, Hans Siegel ist auch der Mann, der sagt, die 40 war für mich eine Befreiung. Sie dagegen ist eher der Meinung, mit 40 geht das Elend erst richtig los und hat darüber ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, in dem sie den Körper der Frau als Kampfzone bezeichnet und das Älterwerden als ein höllisches Spiel. Und vielleicht stimmt es ja, was Nina Hagen mal gesagt hat, Frauen werden Männer niemals ebenbürtig sein, solange sie nicht mit Glatze und Bierbauch durch die Gegend laufen und immer noch sagen können, wie unfassbar gut sie eigentlich aussehen. Herzlich willkommen, Bascha Mika. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, von Heinz Erhardt stammt der schöne Satz, Falten sind die Haltestellen der Gesichtszüge. Das sieht sie ähnlich und sagt, das Schöne am Altern ist doch, dass man irgendwann mal gelassener wird. Sie, das ist die Frau, die bei uns in der Sendung von der großen Hannelore Elsner, erinnern uns, mal geradezu angefleht worden ist, ihre Schönheits-OP endlich wieder rückgängig zu machen. Und sie, das ist auch die Frau, die in Südafrika ihren Bachelor gemacht hat, ohne dafür jemals an die Uni zu müssen. Herzlich willkommen, Monika. Ivankan, schön, dass du bei uns bist. In Frankreich war das? Da war es noch Südfrankreich. Ich verstehe. Ja, und noch so eine spannende Frau heute in der Runde. Für sie wurde das Alter plötzlich zum Thema, als ihre Leistungskurve plötzlich nach unten zeigte. In ihrem Fall heißt das 5-mal bei Olympia, 9-fache Weltmeisterin, als Rodlerin unschlagbar, dann sogar in die Männerdomäne Bobfahren eingedrungen. Wenn man mit 120 Stundenkilometern durch eine Kurve rast, dann ist das ein Adrenalinstoß, den man nicht beschreiben kann, hat sie mal gesagt. Und sie ist ein Stück gesamtdeutsche Sportgeschichte. 15.000 Ostmark hat sie für ihren ersten großen Titel bekommen und sich davon standesgemäß einen Trabi gekauft. Genau. Herzlich willkommen, Susi Erdmann. Schön, dass Sie bei uns sind. So gehört sich das. Ja, und zwei ganz besondere Gäste. Mit einer sehr ungewöhnlichen Geschichte. Sind Sie eigentlich ein großes Genie oder sind Sie ein Betrüger, ist er mal gefragt worden. Die Antwort muss lauten, beides. Denn ja, ich habe aber eine andere Antwort gegeben. Ich weiß. Die Antwort muss dennoch lauten, beides. Denn er gilt Experten heute als, ich zitiere mal, größter Kunstfälscher der Nachkriegsgeschichte. Diesen zweifelhaften Titel hat er sich hart erarbeitet. Mit 14 Jahren fälschte er seinen ersten Picasso und entwickelte neben seinem ausgedehnten Hippie-Leben, das ihn mal nach Amsterdam und mal nach Barcelona verschlug, eine technische Brillanz, die bis heute als unerreicht gilt. Einmal soll die Witwe von Max Ernst vor einem
von ihm gefälschten Bild den schönen Satz gesagt haben, das ist der schönste Max Ernst, den ich je gesehen habe. Wobei, fälschen ist irgendwie das falsche Wort. Er sagt, und jetzt aufgemerkt, ich habe nie etwas gefälscht, ich habe lediglich das Werk großer Künstler ergänzt. Zum Verhängnis und zum Weg ins Gefängnis wurden ihm und seiner Frau am Ende ein paar Farbtuben aus Holland. Herzlich willkommen, Helene und Wolfgang Beltracchi. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ja, schönen guten Abend nochmal in die Runde. Wir haben uns auf ein paar spannende Lebensgeschichten freuen. Aber zunächst mal eine große Frage in die Runde, speziell an Sie, Frau Mika. Wie verfolgen Sie den aktuellen Fall von Steuerhinterziehung Ali Schwarzer? Sie beide kennen sich sehr, sehr gut. Sie haben sogar mal den Emma-Preis bekommen, haben dann eine unautorisierte Ali Schwarzer-Biografie veröffentlicht. Wie schätzen Sie den Fall ein? Also ich habe mich wirklich intensiv mit Frau Schwarzer beschäftigt. Aber ich glaube, das können jetzt inzwischen andere tun. Und die machen das ja auch ganz gut. Sind Sie überrascht davon, dass das jetzt so aufgepoppt ist? Eigentlich nicht. Also wer weiß, wie Frau Schwarzer tickt, der kann ihr durchaus einiges zutrauen. Vor allen Dingen aus so einem Gefühl heraus, ich kann es mir eigentlich leisten. Mhm. Und die Gesellschaft ist mir durchaus etwas schuldig. Und ich glaube, aus dieser Haltung heraus können dann auch solche Sachen passieren. Mhm. Gibt es da, würden Sie sagen, vielleicht sogar ähnlich wie im Fall Uli Hoeneß, ohne das jetzt wirklich miteinander vergleichen zu wollen, aber gibt es da so ein Gefühl von moralischer Überlegenheit? Dass man sagt, ich darf das, ich kann mir das rausnehmen, weil ich auf der anderen Seite dieser Gesellschaft, und so ähnlich ist es ja auch im Fall Hoeneß, viel zurückgegeben habe. Und daraus entsteht dann diese seltsame Schizophrenie, die dazu führt, dass man sagt, auf der einen Seite kämpfe ich und bin auch sozusagen die moralische Instanz, wenn es um was geht. Und auf der anderen Seite kann ich aber einen Teil meines Daseins quasi abspalten und der liegt dann gebündelt in der Schweiz. Also ich glaube, dass es eine ganze Reihe Prominente gibt, egal ob sie nun ihre Doktorarbeiten fälschen oder Steuern hinterziehen, die sich ein Stück außerhalb dieser Gesellschaft verstehen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Mhm. Also das betrifft nicht nur die Fälle von Steuerhinterziehung jetzt, sondern die Frage ist, inwieweit ist man, wenn man eben eine besonders hohe mediale Aufmerksamkeit hat, wenn man möglicherweise innerhalb dieser Gesellschaft durch die Rolle, die man hat, auch sehr viel Geld verdienen kann. Wenn man von einem Teil des Publikums bewundert, geliebt wird, wozu führt das? Also welche möglichen Einflüsse auf die eigene Haltung und auch auf das eigene Verständnis, was man dieser Gesellschaft eigentlich schuldig ist? Wie kommt das dann zusammen? Und ich glaube, es sind solche Fälle, die zu Fälschungen führen, zu Betrügereien führen, zu Steuerhinterziehungen führen. Und da müssen wir uns natürlich auch fragen, wie gehen wir eigentlich mit unseren Prominenten um? Was machen wir aus ihnen? Was machen vor allen Dingen, ich meine, ich bin auch eine Medienfrau, was machen die Medien? Was machen wir als Medienleute aus solchen Figuren, indem wir sie immer wieder ausstellen und auch immer wieder dieselben Figuren ausstellen. Sie meinen jetzt aber in einem positiven Sinne ausstellen, als Säulenheilige sozusagen. Ja, indem wir sie einfach immer wieder in die Öffentlichkeit schieben. Indem wir auch zum Beispiel selbst, ich meine, schauen Sie sich doch mal die meisten Talkshow-Redaktionen an, die sind doch viel zu faul häufig. Das gilt für alle, bis auf diese. Ja. Natürlich, hier ist es ganz anders, versteht sich von selbst. Nein, aber auch nach neuen, interessanten Leuten zu gucken, wer hat denn zu diesem Thema noch was zu sagen. Da steckt oft einfach so eine Bequemlichkeit dahinter. Da holt man halt die Kurzwahlnummer raus und das ist dann zufällig die von Leuten, die man aber schon... Aber das ist langweilig. Ja, aber schauen Sie sich doch das mal an, ob es passiert oder nicht. Es passiert. Und insoweit glaube ich, also wenn Prominente in dieser Republik sich eine besondere Rolle anmaßen, dann hat das natürlich auch etwas damit zu tun, wie die Medien mit ihnen umgehen und was die Medien ihnen natürlich auch zurückspiegeln und dadurch natürlich auch das Publikum
was sie dann auch vom Publikum zurückbekommen. Die direkte Frage, die sich daran anschließen muss, warum hat man Sie und Frau Schwarzer sozusagen als zwei Kontrahentinnen, würde ich das jetzt fast mal nennen, in dem Fall noch nie gemeinsam in einer solchen Sendung gesehen, dieser Logik folgend? Weil Frau Schwarzer es immer ablehnt, mit mir zu diskutieren. Ich würde das durchaus tun. Ich fände das auch durchaus spannend. Aber wie gesagt, ansonsten, ich habe eine Biografie über sie geschrieben. Das war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Es war auch mein erstes Buch. Aber seitdem äußere ich mich eigentlich so gut wie gar nicht mehr zu ihr, weil sie mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig interessiert. Wie fanden Sie denn die Begründung, die hinterher kam, über die man noch einmal einen Satz verlieren muss? Also die Begründung, also es ist eher eigentlich... Ich verliere keinen Satz dazu. Wie gesagt, das können andere tun. Wie hast du das verfolgt, Hans, als jemand, der auch politisch interessiert ist? Die Begründung, die da lautete, dass das jetzt durchgestochen worden ist, also dass das auch an die Presse gekommen ist, dass dieser Fall jetzt plötzlich publik wird, hat damit zu tun, dass ich sozusagen regelmäßig Kampagne gegen Pornoindustrie und andere fahre. Also das ist sozusagen eine Art Rachefeldzug. Und das wischt man mir auf diese Art und Weise eine aus. Ja gut, zum einen, also hier haben wir ja mit einem Tatbestand zu tun, der Steuerhinterziehung. Das kann natürlich jedem passieren. In dem Fall triffst du jemanden, der in der Öffentlichkeit steht. Und so jemand wird natürlich mit anderen Maßstäben gemessen. Ich glaube, das Ding hat aber zwei Seiten. Zum einen, und das ist eben die Frage, ob sich dann jemand so inszeniert in der Öffentlichkeit und das Publikum immer nur sagt, ja, oder die Leser, die Zuseher, was auch immer, ja, jetzt inszeniert sich wieder. Ich glaube, dass da auch eine Lustbarkeit beim Publikum besteht, solche Menschen da inszeniert zu sehen, und die werden auch demnach inszeniert. Das meine ich. So. Es geht um beides, das ist keine Einbahnstraße. Ist keine Einbahnstraße, aber es wird so ein bisschen dargestellt. Ja, ich meine, also bei Ihnen gehört es ja zum Job, also... Ich meine, ja, klar. So. Das ist doch selbstverständlich. Und bei uns allen, die ich hier sitze, gehört es doch auch. Das Zimmer mit dem Eisenbettchen dann. Ne? Das heißt, die gehen morgen ab wieder ins Gefängnis? Ja, eigentlich jeden Abend. Ne? Und ja, das dauert dann noch ein bisschen. Ne? Wie würden Sie das nennen, was Sie machen? Haben Sie Bilder gefälscht, kopiert? Nein. Also ich habe Signaturen gefälscht, das steht außer Frage. Dafür bin ich ja auch verurteilt worden. Aber Bilder habe ich nicht gefälscht. Sondern? Ja, gemalt. Neue Bilder. Würden Sie sagen... Ich habe keine Kopie, ich habe keine einzige Kopie gemalt. Die Leute meinen ja immer, ich hätte vielleicht das heißt, sind abgemalt oder irgendwie ein Kalenderblatt oder ich habe keine Ahnung. Aber ich habe einfach mir Bilder vorgestellt, die der hätte noch malen können, der jeweilige Maler. Das heißt, Sie haben das Werk ergänzt. Ja, ich bin dann da hingefahren, habe geguckt, was hat er gemacht, wo hat er gelebt, ne? Mit wem zusammen, die Kunstgeschichte in der Zeit betrachtet, die Freunde, alles, den ganzen Rahmen. Wie so eine kleine Zeitreise, muss man sich das vorstellen. Das hat manchmal lange gedauert, manchmal habe ich ein halbes Jahr oder so gebraucht. Und dann bin ich in mein Atelier gegangen und habe das Bild gemalt. Und zwar ein neues Bild. Ja, ein neues. Und die meisten habe ich auch nur ein oder zwei Bilder gemalt. Und ich fasse es jetzt mal ein bisschen zusammen. Sie haben dann irgendwann angefangen, alte, unbekannte, teilweise holländische Meister in Boerflohmärkten oder so zu erstehen. Dann hat Ihnen irgendjemand gesagt, pass mal auf, das sind einfach nur Landschaftsbilder. Wenn du in diese Landschaftsbilder ein paar Figuren reinmalen würdest, wären die deutlich teurer. Das haben Sie dann gemacht. Ja, das waren Winterbilder. Genau, das waren meine ersten Versuche. Das heißt, Sie haben alte Bilder genommen und haben dann da Figuren reingemalt, die vorher gar nicht waren. Sie kennen doch diese Winterlandschaften, ne? Mit dem See zugefroren, aber keiner fährt Schlittschuh. Sie sehen ja öde aus. Ne? Ja. Und dann halt So, und das heißt, Sie haben diese alten Bilder gekauft und wenig später fuhr einer Schlittschuh. Ja, mehrere, ne? Mehrere. Ja, da war richtig was los auf Mainz. Ja. Ja. Und ich bin als Kind war ich öfters in Amsterdam im Rijksmuseum. Und da waren mir diese Bilder schon damals aufgefallen, die fand ich so toll. Ne? Und bin auch viel Schlittschuh selber gelaufen als Kind. Oh. Ja, und mein Schwager, mit dem habe ich damals so Geschäft gemacht. Ihr Schwager, eine zentrale Figur in der ganzen Geschichte. Im Anfang mal eine Zeit. Warum?
Ja, der war Schmuggler im belgischen Grenzgebiet für Kaffee und Zigaretten. Ne? Ja. Und der hatte aber auch so einen Sinn für Kunst. Und vor allen Dingen kannte er die ganzen Antiquitätenhändler in Belgien. Und der sprach auch Französisch gut. Ja, und dann ging das so ein bisschen los, ne? Über die Flohmärkte, ja. Bilder. Und dann habe ich eben angefangen, die Bilder zu verändern. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, die sind oft so schlecht gemalt. Ne? Warum malst du sie nicht ganz selber? Ist doch einfacher. Ja. Ne? Und dann sind sie auch besser. So. Und naja, so ging es dann los. Ne? Aber das hat sich dann mit den Jahren auch weiterentwickelt und wieder verändert, bis ich irgendwann gesagt habe, ja, okay, jetzt male ich nur noch ganz bestimmte Bilder, die auch wirklich genau ins Werk passen, wo ich mich lange mit beschäftige, die mir richtig Spaß machen. Mhm. Ne? Mhm. Und die auch dann ein bisschen teurer werden. Ne, man muss ja auch leben. Ne? Ja. Und ja, also ich, wie gesagt, ich habe von den meisten nur ein oder zwei Bilder gemalt. Ja. Was war denn das erste Bild, von dem Sie sagen, das war die Initialzündung? Da habe ich angefangen. Welcher Künstler war es? Welches Bild war es? Ja, das waren eigentlich mehrere. Ne? Das erste, ich glaube, ein Hendrik Averkamp. Mhm. Ja. Also das ist ein niederländischer Maler, der hat um 1600 gemalt, in der kleinen Eiszeit. Genau, kleine Eiszeit. Ein stummer Maler. Ja, der hat mich sehr fasziniert immer. Ja. So. Das habe ich gemacht, auf Kupfer war das. Ja. Ein kleines Bild auf Kupfer. Mit richtig vielen Leuten war. Können Sie mal anhand eines Bildes, also beispielsweise ein Max Ernst, ja, mal erzählen, welchen Weg dann diese Bilder genommen haben. Also Sie beschäftigen sich mit diesem Künstler, ja, mit Max Ernst. Ja. Und überlegen sich, was hat der noch nicht gemalt oder wo fehlt da was, was gilt als verschollen, was könnte plötzlich wieder auftauchen? Ja, ich habe gerade eins gemalt, kürzlich. Das passt da. Das kann man gut erklären. Ja. Der hat zum Beispiel immer diese Waldbilder gemalt, so um 1925 rum. Mhm. Ne? Da sind Wälder drauf, surrealistische Wälder. Und dann hat er eine kleine Serie gemalt von Figuren, die so aussehen, als wären sie im Wald gewesen. Mhm. Also so ein bisschen hölzern und gnomenmäßig, ne? Unheimlich. Jetzt ist da der Wald und da sind die Figuren, die im Wald waren. So heißen die auch. Das Bild heißt Ils ont resté trop longs dans la forêt. So, ja, jetzt habe ich mir überlegt, aber die müssen ja irgendwie aus dem Wald rausgekommen sein. Ne? Also habe ich ein schönes, großes Bild gemalt, wie die aus dem Wald rauskommen, wie die sich also lösen aus dem Wald. Das passt genau dazwischen. Und der hätte das auch genauso gemalt, wenn er es gemalt hätte. Bestimmt so. Dummerweise hat das jetzt aber nicht gemalt. Nee, ich habe es gemalt. Und Sie haben dann für ihn, weil er es ja nicht gemalt hat und auch von dem Werk nichts weiß, haben Sie für ihn unterschrieben. Ja, kann man das so sagen? Ja, aber das war natürlich nicht richtig, ist klar. Nee, ist klar, aber Sie haben dann diese Signatur Max Ernst drunter gesetzt. Ja, das habe ich dann eben immer gemacht, ja. Mhm. So, wie ging's dann weiter? Ja, und dann hat sich eigentlich meine Frau darum gekümmert ab da. Frau Beltracchi, wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Da war also dieses Bild plötzlich fertig von Max Ernst, der seinerseits aber gar nicht wusste, dass er das jemals gemalt hatte. Dankenswerterweise hat Ihr Mann unterschrieben für Max Ernst. Sie haben also dieses Bild in der Hand. Welchen Weg macht dieses Bild dann? Und wie sorgt man dafür, dass dieses Bild auch wirklich so aussieht, als wäre es in der Zeit von Max Ernst entstanden? Ja, das ist wieder sein Job. Ja, also. Ja. Darüber reden wir gleich. Aber erst mal Sie. Welchen Weg nimmt dieses Bild? Wenn es fertig ist und es ist dann ein Max Ernst und der soll dann auch als Max Ernst verkauft werden, dann muss das Bild natürlich eine Expertise haben. Das heißt, es muss auch ein Max Ernst sein. Es muss als Max Ernst bestätigt werden. Und dann schickt man erst mal Fotos zum Experten und fragt an, ob das wohl möglicherweise ein Werk von Max Ernst ist. Und wenn der Experte das schon vom Foto her in Ordnung findet, dann schaut er sich das meistens an. In dem Fall ist dann der Experte zu uns nach Hause gekommen, hat sich das Gemälde angeschaut und hat festgestellt, dass es ein Max Ernst ist. Aber darf ich das noch mal ganz kurz zusammenfassen? Ja. Also, Sie fälschen ein Bild
und fragen dann einen Experten, ob es doch echt ist. Möglichst eigentlich ja. immer den allerbesten. Es gibt immer nur einen Experten. Ja. In der Regel für jeden. Und den fragen Sie, ja. ob es echt ist. Ja. ja, den muss man fragen. Aber es ist ja gar nicht echt. Aber die wissen doch, dass Sie Fälscher sind, oder wissen die es nicht? Doch. Ja, mittlerweile schon. Ach so, ja, mittlerweile. Aber der wusste das damals nicht. Sie stecken nicht mit dem Experten unter einer Decke. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Und den Leuten ist nicht aufgefallen, dass sie einmal Max Ernst zu Hause haben, das nächste Mal rufen sie haben Picasso und das nächste Mal... Nö. Nein, das ist ja anders. So einfach ist das so einfach ist nicht. Ich meine, ja. jetzt entwickelt die Geschichte sich natürlich weiter. Es fing an, als ich meinen Mann kennenlernte, wusste ich natürlich auch erstmal nicht, was seine Tätigkeit, sein Metier ist. Ja. Ich habe einen Mann kennengelernt, der unheimlich kreativ war, den ich so empfunden habe, kreativ, witzig und auch schon mal über Grenzen gehend, habe mich total verliebt, ne? Ja. Und wie Franzosen sagen, coup de foudre, das war ja. einfach die große Liebe. Und mein Mann auch, glaube ich. Ja. Und dann hat er den Mut gehabt, mir sehr schnell zu sagen, was seine Arbeit ist. Mhm. Und dann war ich halt nun mal schon mal verliebt, das ging nicht mehr anders. Ja. Und dann wollte ich auch bei dem bleiben. Und dann in dem Moment war ich natürlich auch schon direkt Teil des Systems. Wisser, ja. Ja. Ne? Mit Wisser. Und dann gab es halt die Entscheidung, bist du Mitwisser und willst du mitwissen oder nicht? Und dann wollte ich mitwissen und habe dann natürlich auch mitgemacht. Das ja mhm. So die Folge davon. So, jetzt sagt dieser Experte, das ist ein echter Max Ernst. Wo haben Sie den denn her? So. Fragt er dann. Genau. Dann was sagen Sie dann? Dann habe ich gesagt, mein was Opa. Sagt man dann? Was sagen Familie? Erbschaft, mein Großvater. Ihr Großvater? Mein Großvater. Und mein Großvater hieß Werner Jägers und die Geschichte war dann einfach, dass ich nach seinem Tod die Bilder geerbt habe, die so allmählich verkaufe. Und da muss ja so ein Gemälde noch eine Vorgeschichte haben. Das muss ja auch irgendwie mal zu dem Großvater gekommen sein. Eine sogenannte Provenienz. Das ist die Provenienz. Und mein Großvater, der ist in Krefeld geboren und hat in Köln gearbeitet, hatte da eine Immobilie. Da kam dann wieder eine Geschichte dazu, die passte, weil Alfred Flechtheim war ein jüdischer Sammler, ein sehr berühmter jüdischer Sammler, der auch Max Ernst in seiner Sammlung hatte. Und dann wurde eine Verknüpfung gemacht. Mein Großvater kannte Flechtheim und da hat er dann auch eine Sammlung aufgebaut und genau diese große Sammlung veräußere ich so mit und mit. Deshalb konnten da auch andere Bilder mit einfließen. So, das heißt, Ihr Großvater war ein berühmter Kunstsammler. Das war die Geschichte. Der aber nie war. Nee, der hat zwar auch selber gemalt, hatte auch ein paar Bilder, aber jetzt so eine gigantische Sammlung hat er nie besessen. Hat er nicht. So, und jetzt haben wir hier ein Foto, Frau Beltracchi. Und sagen Sie uns doch bitte einmal, was es mit diesem Foto auf sich hat. Wer soll das sein? Das ist meine Großmutter. Ihre Großmutter? Ja, also ich stelle meine Großmutter dar. Das heißt, in Wahrheit sind Sie es. Ja. Können wir das bitte noch mal sehen? Also, dieses Foto, wofür war dieses Foto wichtig? Bevor wir sehen, wie dieses Foto entstanden ist. Also, für die Bilder grundsätzlich auch, ne? ist so ein Foto eigentlich natürlich auch ein Provenienznachweis. Ne? Ja, man sieht die Großmutter und dahinter hängen wie zufällig... dahinter sind dann einige Bilder von Max Ernst und ein Léger. Dazu, wir würden doch hier nicht sagen, wir sind jetzt hier sozusagen nur Privatpersonen und inszenieren uns nicht, oder? Und dass sie dann sagt, wie es da war, gut, da kann man jetzt davon halten, was man will. Ich finde es nicht wirklich ein gutes Argument, zu sagen, das war damals und ich habe es vergessen. Und die Frage ist ja nur, warum schreibt die Bild oder der Fokus nicht darüber, aber der Spiegel rückt damit raus. Das ist dann auf einem ganz anderen Blatt zu sehen. Und das kriegt dann Dimensionen, die man jetzt hier in der Runde gar nicht nachvollziehen kann. Daran, glaube ich, sieht man eigentlich schon, wie schwierig im Moment diese Moral- und Wertediskussion in unserer Medienbranche eigentlich ist. Wir beide müssen nicht drüber reden, was da passieren kann. Und beim Fall Hoeneß ist es wiederum so, dass es noch absurder wird, dass in jedem anderen Betrieb, Verein oder in einer Branche würde ein Präsident, der das getan hat, was Herr Hoeneß offensichtlich getan hat, ich weiß nicht, wie das schon jetzt unterschrieben oder nein, erklärt ist, er so, ja der so wäre aber schon heute auf morgen wäre er nicht mehr im Amt. Aber da gibt es natürlich eine Solidarität von Fußball und ein Präsident eines Fußballvereines hat offensichtlich in unserer Gesellschaft ein anderes Standing.
womit wir wieder beim Feminismus wären und bei den Männern und den Frauen in unserer Gesellschaft. Also das finde ich höchst spannend, wie diese Moral sich verschiebt und entwickelt. Und ich denke, dass es das Alleinstellungsmerkmal von Prominenten oder wichtigen Persönlichkeiten immer schon gab in der Geschichte. Nur weil wir jetzt im Web.2.0-Zeitalter leben, Medien 2.0, da kommt noch eine zusätzliche Ebene herein, die unsere Gesellschaft offensichtlich nicht mehr handeln kann, weil plötzlich jeder was dazu sagen kann und jeder draufhauen kann. Nochmal zurück zu einem Punkt, der in diesen Tagen so hochkam. Hat irgendwo jemand geschrieben, das ist sozusagen die Wut der Enttäuschten, die sich da jetzt gerade entlädt. Geht ja nicht nur um Ali Schwarzer, geht auch um den CDU-Schatzmeister, von dem man nicht weiß, ob er Geld irgendwie illegal verschoben hat oder nicht. Möglicherweise auch nicht. Ist ja auch nichts Illegales, sein Geld wohin auch immer zu verschieben, solange man dort keine Gewinne erzeugt, ist ja auch alles in Ordnung, muss man auch keine Steuern zahlen. Aber dennoch haben manche Menschen das Gefühl, da wird so mit zweierlei Maß gemessen. Frau Beltracchi, Sie waren im Gefängnis. Ja. Haben Sie dort auch Menschen getroffen, die wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis gesessen haben? Eine ältere Dame im gleichen Alter wie Frau Schwarzer, die saß teilweise im geschlossenen Vollzug und nachher auch im offenen. Wegen Steuerhinterziehung. Es war gar nicht so, glaube ich, gar nicht so ein großer Betrag. Und sie erzählte mir, sie hätte auch ihr Leben lang Steuern bezahlt, war angestellt, im Alter hat sie geerbt, hat es dann anscheinend nicht angegeben, hat sich von einem guten Freund beraten lassen, ist im Ausland angelegt, ist dann dabei erwischt worden und wurde verurteilt zum Gefängnis. Geschlossen und nachher offen. 70 Jahre alt. Wie Jahre? 70 Jahre alt. Wie lange saß die da ein? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Es war aber, sie ist nach zwei Drittel rausgegangen und ich glaube, es war irgendwie etwas um zwei Jahre. Mhm. Also sehr hart sozusagen die Gesetze, die bestehenden, angewandt an dem Punkt. So wie man die Gesetze anwendet normalerweise. Mhm. Der Vollständigkeit halber, wir haben natürlich auch Frau Schwarzer eingeladen in diese Sendung, aber auch sehr nachvollziehbar, dass sie sich im Moment nicht zu dieser Geschichte äußern will. Aber wenn man auf der anderen Seite selbst sehr häufig mit dem Satz zitiert worden ist, dass auch das Private politisch ist, dann muss man sich natürlich auch an diesen Maßstäben messen lassen. Frau Mika, weg von diesem leidigen Thema. Sie haben ein schönes Buch gemacht zum Thema, wobei es auch ein leidiges Thema, älter werden. Es muss gar nicht leidig sein, ja, nein. Ja, aber Sie schreiben das. Nein, ich schreibe... Das höllische Spiel mit dem Älterwerden, ja. Das ist der Untertitel. Ja, Sie zucken alle schon zusammen da hinten. Ja, ich auch. Ja, aber das höllische Spiel bezieht sich darauf, dass es gesellschaftliche Bilder gibt, die Frauen alt machen. Beim Älterwerden werden Frauen alt gemacht. Männer, sie zum Beispiel können irgendwie locker... Was heißt denn, ich bin doch noch raus aus der Nummer, oder nicht? Natürlich, ich meine, sie haben ja auch gar keine Falten. So meine ich das, ich meine das gar nicht persönlich, aber sie können sich entspannt zurücklehnen und souverän älter werden. Aber für Frauen ist das sehr viel schwieriger, weil sie mit einer Unmenge an gesellschaftlichen Vorurteilen, sobald sie... das fängt eigentlich schon wahnsinnig früh an, werden sie sozusagen überladen. Ja. Und das macht für Frauen das Älterwerden so viel schwieriger. Und das Ziel dieses Buches ist aber, dass wir genau diese verdammten Vorurteile und Bilder, die es uns Frauen so schwer machen und die eben auch unterschiedliche Maßstäbe an ihre und meine Falten anlegen, dass wir... empfinden Sie das so? Dass an meine Falten und auch an seine Falten andere Maßstäbe angelegt werden als an ihre, die sie gar nicht haben übrigens. Also, wir reden ja hier nicht nur über Sie und mich und über Sie. Nein, wir stehen jetzt stellvertretend sozusagen. Genau, Sie stehen stellvertretend. Und selbstverständlich ist das so, dass männliche Falten ganz anders wahrgenommen werden, wobei es ja nicht um die Falten geht, sondern es geht sozusagen um alle Zeichen des Älterwerdens. Ja. Und das ist bei Männern einfach anders. George Clooney sagt, wir Männer haben es doch prima, wir können Falten kriegen, dick werden, eine Glatze bekommen oder weiße Haare. Klammer und auf, wenn wir aussehen wie George Clooney, können wir das alles so machen. Nein, und er sagt, er bezog das schon auf andere Männer und kein Menschen kümmert's. Während es bei Frauen natürlich tatsächlich eine ganz andere Nummer ist, weil sie sehr viel stärker an ihrem Äußeren gemessen werden und weil sozusagen dieselben Zeichen des Älterwerdens, die wir ja eigentlich
so ganz souverän nehmen sollten, fände ich zumindest toll. Weil ich meine, überhaupt älter zu werden, ist ja schon eine kleine Herausforderung. Das reicht doch. Da brauchen wir doch nicht noch diesen gesellschaftlichen Mist, ja, der dann auf uns, okay, Frauen abgeladen wird. Aber dann gebe ich doch mal direkt weiter, ja, an die drei Frauen. Also ich finde, Herr Bertrack, Sie sind nicht die Frauen darunter. Ja, aber Männer nehmen das nicht so leicht, wie Sie das, genau, jetzt so sagen. Das stimmt. Also ich leide so darunter, dass ich älter werde. Also ich bedauere Sie mal, wenn ich Zeit habe. Ja. Sie können ihn, nein. Frau Mika, so geht das nicht. Das geht so nicht. Monika? Ich kriege in der letzten Zeit überhaupt gar keinen Termin mehr bei meiner Kosmetikerin, weil die ganzen Männer die Kosmetiksalons stürmen. Doch, ist es wirklich so. Und ich weiß es zu Hause auch. Entschuldigung, Schatz, wenn ich das jetzt sage, aber der braucht im Bad genauso lang wie ich. Und dann ist er vor dem Spiegel und sagt, ach, guck mal, ich habe wieder eine Falte bekommen. Und dann denke ich, ups, was ist da passiert? Wie alt ist er, fragt Hans? Er ist jünger als ich, ja. Oh, damn. Ja, jetzt fängt's an. Nein, aber ich finde, das hat sich geändert. Und wenn Sie sagen, der Herr Lanz kann vielleicht mehrere Falten haben, dafür hat er andere Themen, ja, die ihn vielleicht nachts nicht schlafen lassen. Ja. Ja. Und es handelt sich wieder um Frauen. Und wir Frauen, wenn wir das nur falten, was ich denke, dass wir haben genügend andere Probleme auch noch. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Lass uns Männer aber Susi Erdmann hören. Ich würde gerne einmal Susi Erdmann hören, als Sportlerin. Ihr seid gleich alt und ich finde, die Susi kommt besser weg. Das würde ich so immer, mein Spruch immer, ja, gekühlte Ware hält sich länger. Ich war 30 Jahre im Eiskanal. Sehr schön. Aber es ist doch wahr, was du sagst. Also Frau Erdmann altert doch deutlich besser als Hans Siegel und ich zusammen. Ja, aber darum geht es ja nicht nur. Es geht doch nicht darum, dass wir Frauen, was ich übrigens auch finde, in der Regel weit über die 40, 50, 60 hinaus wahnsinnig attraktiv sein können. Sondern es geht darum, dass sie das sein müssen. Dass wir es zum einen sein müssen und es geht darum, wie es gesellschaftlich bewertet wird. Und da ist es einfach verdammt noch mal so. Ich glaube, da können wir uns gar nicht drüber hinwegtäuschen. Selbst wenn es bei Männern, ich fluche, ja, das stimmt. Selbst wenn es bei Männern inzwischen auch angekommen ist, der Druck, aber natürlich noch, ja, längst nicht so stark und natürlich auch noch nicht längst bei allen Generationen. Ja. Und bei Frauen ist dieser Druck so wahnsinnig groß, dass selbst 17-Jährige zu ihrer, ja, Mama sagen, bring mir doch bitte Antifaltencreme mit. Ich finde ehrlich gesagt, dass Frau Mika vollkommen recht hat. Nein, also, aber was ich gemerkt habe, also jetzt, ja, seit ich 19 Jahre, also jetzt 17 Jahre model ich und ich merke, es ist ein Trend zurückgegangen zu so Schönheitsideal. Es geht mehr zurück zur Natürlichkeit, ja. Früher, Hans, wir sind wieder im Geschäft. Finde ich, also wenn man sich da auch die ganzen Fotos anschaut, die Mädels werden mehr individuell gesehen. Zu der Topmodel-Zeit vor 20 Jahren, da sahen die alle sehr ähnlich aus. Claudia Schiffer, Evangelista, ja, die waren alle diese klassischen Schönheiten und heutzutage ist viel mehr erlaubt, sind viel mehr Gesichter erlaubt. Es ist erlaubt, wenn du eine große Nase hast, wenn du nicht mehr klein, also es wird gar nicht mehr auf Stups Nasen wie früher geachtet. Heute ist eine große Nase in Ordnung. Wenn du dünnes Haar hast, ist es okay. Es wird viel mehr auf Natürlichkeit gelegt. Doch. Ich war letztes Jahr auf der Fashion Week in Berlin. Ja, ich war eingeladen, weil ich da. Du hast plötzlich so einen nasalen Unterton. Ja, nein, ich bin fast zum Aktionismus gekommen. Da war ein weißer Laufsteg und ich wollte rote Farbe rausnehmen und drauf schreiben, esst was, Kinder. Weil dieser Trend, das hat doch mit dem überhaupt nichts zu tun, was du da sagst. Doch, das geht aber auch wieder zurück. Ja, aber das sind die Designer, aber es gibt viele Mädels, gut, in jungen Jahren, das sind ja meistens 17-jährige Mädels, da sind die auch noch dünn. Und es wird aber nicht dahin, der Trend geht schon zurück, dass es mehr natürlich ist. Und Kurven sowieso sind auch wieder gefragt. Jeder ist gefragt, wenn jemand von Natur aus dünn ist, ist er gefragt. Wenn Frauen Kurven sind gefragt. Die Models sind so vielseitig geworden. Ja, also es gibt von jedem Typus was. Früher gab es wirklich nur dieses eine Schönheitsideal. Ja, ja. Und ich finde, das ist zurückgegangen. Die Frage, die ich mir stelle, die Schönheitschirurgie, die boomt ja geradezu. Bei Männern auch. Auch für Männer, aber, das ist wahr. Ja, wirklich, ja. Männer mit Korrektur, Bauch absaugen. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, ist es einfach so, 3/4 aller Schönheits-OPs werden immer noch an Frauen gemacht. Und auch die ganze Industrie verdient an den Frauen, den allergrößten Teil ihres Geldes. Aber das nimmt ab und die Männer werden immer mehr und mehr kommen. Es gibt mehr Schönheitszeitschriften, die Werbung, Jogi Löw und alle, die sind ja jetzt alles nur noch Models, die sind ja keine Trainer mehr. Ich meine, die sind mehr von der Kamera, als dass sie auf dem Fußballplatz stehen. Ja, aber Hans, jetzt mal, Entschuldigung, ich muss einmal kurz einhaken.
weil ich gerne wissen würde, ob der Bergdoktor zum Kosmetiker geht. Ja, natürlich. Berufsbedingt. Ja, klar muss ich zum Kosmetiker. Also, wir arbeiten in dem Beruf der Schauspielerei. Wir haben eine Maskenbildnerin. Und die ist natürlich darauf bedacht, dass ich jeden Tag ohne Hautunreinheiten da vor der Kamera stehe. Weil mittlerweile HD, du sindest auch in HD. Genau. Wir sind auch in HD, ja. Aber HD ist es natürlich ganz furchtbar geworden, ganz ehrlich. HD ist nicht für jeden schön. Ich habe das schon gemerkt.